Ein paar Jährchen ist es her, aber endlich ist es soweit. Eine Fortsetzung für Jedi Fallen Order mit dem Namen Jedi Survivor. Wir werden heute, das sind der gute Krogi und ich, herausfinden, wie das Schicksal von Cal Kestis weitergeht. Guggenheimer, alter Hallo. Jedi Padawan. Hey. Nee, Entschuldigung, ich darf nicht so laut sein. Ach so, Leute wieso? Wollen das. Nein, weil die Leute wollen, dass man ein bisschen entspannt und eine Würde das Ganze macht. Ja, ist ja auch eine ernsthafte Geschichte hier. Ja. Das ist mein Star Wars, wird sich nicht drüber lustig gemacht. Wenn hier ein Gag fällt, dann raste ich aus. Was war dein liebstes Album von Star Wars? Natürlich das mit vielen, die ganzen Love Tracks. Episode 2 war ein ganz tolles Album. Episode 2? Ja, das war so romantisch. Fand Master of Jedi ganz geil, muss ich sagen. Oh, Master. Master. Das hat mir gut gefallen. Nee, weil ich freue mich tierisch. Du hast mich eben schon gefragt, ob ich den Vorgänger gezockt hätte. Ja, den habe ich durchgespielt. Mhm. Ich war damals sehr überrascht, wie gut das Spiel war. Das war wirklich mal von EA, gab es ja nicht viel Gutes zu der Marke Star Wars. Und das war toll. Exakt. Ja. Deswegen bin ich auch dran geblieben. Es war auch schwer, muss ich sagen. War cool. Aber ich habe von der Story gar keinen Plan mehr, tatsächlich. Das dachte ich mir, dass dir das so geht und euch da draußen vielleicht auch. An dieser Stelle sei natürlich erwähnt, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gezockt habt, dann seid ihr jetzt raus, denn jetzt spoilere ich euch die Hütte weg. Die Hütte vom Berg. Ich hör zu. Und zwar, Cal Kestis war unser Charakter. Das ist ein Jedi gewesen, der sich auf einem Schrottplatzplaneten verstecken musste. Denn wir wissen ja alle, am Ende der Prequel-Trilogie, also im dritten, hat der, Imperator Palpatine die Order 66 ausgerufen. Das bedeutet, die ganzen Jedi wurden gejagt. Mhm. Also haben sich eine Jedi, die konnten noch entkommen und haben sich versteckt. So sind wir in das letzte Spiel gestartet. Stimmt. Dann ist ganz, ganz viel passiert. Wir haben verschiedene Planeten erkundet, neue Freunde gefunden und. Das Ende ist natürlich jetzt ein bisschen relevant, denn wir haben vor allem mit den Inquisitoren. Das ist aber ein schwieriges Wort. Inquisitoren. Inquisitoren, so ohne, da war ein Tar. Inquisitoren. Zu viel. Genau. Ja. Das sind vom guten Anakin Skywalker alias Darth Vader, diese Bande, die dafür geschaffen wurde, Jedi zu finden und zu töten, damit die Galaxis endlich Jedi-frei wird. Zumindest aus Sicht Jedi-freie Galaxis. Der Sith, genau. Ja. Jetzt fragt ihr euch, die Regel der zwei und so, es kann doch nur den Imperator und Darth Vader geben, das ist völlig richtig. Aber Darth Vader war nicht ganz dumm und hat sich überlegt, hey, ich bringe nicht alle Jedi um. So ein paar, die kriege ich auch mal eben auf die dunkle Seite rüber gehievt. Ja, ja. Und die werde ich dann ausbilden und benutzen, um den Rest der Jedi zu finden. Ist ein Hund. Mit denen hatten wir große Probleme, der Second Sister, um genau zu sein. Exakt. Und das war ja die Padawan-Schülerin von dieser Freundin, Seer Junda, die mit uns auch viel durch die Gegend geflogen ist. Am Ende gab es einen großen Showdown. Die wollten wir umbringen, hat dann Darth Vader für uns übernommen. Ah, stimmt. Dann gab es in dieser Inquisitorenbasis, ich krieg's heute nicht mehr hin, Inquisitorenbasis, gab's dann eben den großen Showdown. Wir waren Darth Vader nicht gewachsen, aber der Cal hat die Basis geflutet. Wir sind entkommen und haben nochmal überlegt, wie wir wissen, ist Darth Vader natürlich noch viel, viel länger am Leben. Jetzt zu guter Letzt, wo spielt das Spiel? Zwischen Episode 3 und Episode 4. Ja, ich bin sofort fertig mit meiner Zusammenfassung. Nein, mach weiter, das ist wunderschön. Und das Coole ist, dieser Teil, Jedi Survivor, soll ungefähr parallel zu der Obi-Wan-Serie, die kürzlich erschienen ist, spielen. Das heißt, es könnten ja ein paar coole Cameos von beliebten Charakteren wie Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano und wie sie alle heißen, vorkommen. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und im Spiel, gameplay-technisch, hat sich sicherlich auch noch was verändert, aber das werden wir jetzt, würde ich sagen, in spielerischer Form ergründen. Ey, ich möchte erstmal applaudieren. Ja, dankeschön. Also, ich frage mich, kannst du das mit allen relevanten popkulturellen Genres machen? Weil das ist ja fantastisch. Nee, das kann ich nur mit Star Wars, weil ich alles 7000 Mal gesehen habe. Hammermäßig. Und auch einfach gerne so Wikis lese und so. Da bin ich wirklich nerdig drin, ja. Glaubst du, Grogu kommt drin vor? Nee, das passt timeline-mäßig. Passt timeline-mäßig nicht rein. Nee. Wollte ich nur, kam eine Frage aus dem Chat gerade rein. Verstehe ich. Ja, wollte ich jeder. Würde jeder gerne sehen, aber leider nicht. Danke dafür. Ja, alles klar, dann lass uns direkt einstarten, oder? Ja, würde ich sagen. Also direkt nach der Zusammenfassung. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, als ich wollte, weil ihr wollt hier natürlich Gameplay sehen. Heute ist der Release-Tag, wir sind alle heiß, also let's go. Let's go. Ich drücke jetzt X. Was muss ich machen? Nehmen wir Ritter? Ist Ritter das Richtige für uns? Was steht hier? Geringfügig fordernden Kämpfen. Ja, es reicht, oder? Meinst du nicht? Wir wollen Meister? Die Meister? Ich hab halt, also ich gerne, ich würde privat, sag ich dir ganz ehrlich, Meister, Großmeister vielleicht ein bisschen hart, aber Meister würde ich eigentlich schon spielen. Ich wahrscheinlich auch. Meine Sorge ist die folgende, dass wir hier an Kämpfen ultra lange stacken. Wir wollen ja auch ein bisschen was zeigen. Und ich, genau. Komm, lass mal den Dulli-Modus machen. Jedi, Ritter, meine ich. Also warte, lass mal kurz, Paradefenster.
Weil eigentlich, wobei in so Paradesachen bin ich immer sehr schlecht. So Timingfenster kann schon crazy sein. Also nehmen wir den Rittermodus, ja, bleiben wir wirklich. Ich profitiere von einem höheren Paradefenster. Na gut, nehmen wir das. Wird uns keiner böse sein. Tipps zur Machtinteraktion. Auf dem Bildschirm erscheinen Tastensymbole, die anzeigen, welche Machtfähigkeit zur Lösung. Boah, ich weiß nicht. Das kann man mal anlassen. Kann man ja noch ausstellen. Standard eigentlich. Kann man ja noch ganz gut. Tipps zur Navigation brauche ich nicht. Ich kenne mich doch aus hier auf Coruscant und so. Da kenne ich hier die Straße. Achso, ich muss drücken. Kann ich sogar den Namen nennen. Ja, dann geht's los. Dann geht's jetzt los. Ja, ist für dich wie in GTA. Oh, ich muss ruhig sein. Sind. Es sieht einfach super aus. Und die Atmosphäre ist gerade toll. Ja. Ich weiß nicht, ob man schon mal so viel vom Coruscant Underground gesehen hat. Das ist ja nice. Ist dieses Wesen menschlich? Also ist das humanoid, besser gesagt? In den gelben Rüstungen, ja. Meinst du? Ja. Also nehme ich mal an, weil der eine hat ja seinen Helm ausgezogen. Ah, meinst du, sind alle die gleiche? Ich glaube schon, ja. Oh, ich glaube, du kannst jetzt gleich laufen. Cool. Oh, guck, einmal kurz, bitte. Einmal. Oh. Man lässt sie keine Sekunde. Aber einmal drauf aufgeilen, wie schön das aussieht. Das sieht wirklich toll aus. Guck mal. Alles klar. Der Vorgänger sah auch schon Hammer aus. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Oh, die können Inquisitoren aussprechen. Das ist schon mal stark. Ganz kurz zur Info, ich habe hier den Leistungsmodus ausgewählt, dass wir 60 FPS ja, haben. Ja, bitte, immer. Es geht also noch schöner theoretisch, ja. Just saying. Kann er mich umbringen? Wann? Was glaubst du? Ja, reiz es bitte aus. Kann ich von einem zum anderen geschubst werden? Das wäre so geil. Okay. Da sehe ich schon die nächste Gaming-Challenge bei uns auf dem Sender. Auf jeden Fall. Man muss Spiele auch mal ausprobieren. Auf jeden. Das ist geil an Videospielen. Das ist doch geil.
von Senator Sejan. Sejan. Wir machen einen Umweg. Ah, das ist immer gut, wenn man einen Umweg geht. Oh, was für eine schöne Lichtstimmung. Ja, es ist einfach herrlich. Das erste Spiel war schon schön, aber das ist da tatsächlich nochmal einen Ticken schöner. Das erste hat mich auch teilweise richtig weggehauen, ja, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Das heißt, sind die in den gelben Rüstungen wohl Söldner, kann man das so sagen? Könnte sein, ja, hab ich auch schon vermutet. Es gibt ja so viele Crews und... Oh, warte, guck mal bitte nach oben. Oh, wie cool, guck mal, das ist die Oberfläche von Coruscant. Ach, geil. Deswegen ist es hier so mega dunkel, das ist ja... Stimmt. Cyberpunk, ja, kannst du es eigentlich nicht machen. Nee, kannst du echt in Zukunft. Wir müssen gehen. Wahnsinn. Aber wir müssen nicht gehen, wir müssen gucken. Wir müssen hier wirklich gucken. Schön detailliert gestaltet. I love it, jetzt schon. Ja, und auch die Perspektive ist geil. Also, ach hier, gucken, ich mag das einfach, diese Tiefe. Also, ich kann nicht mich auch noch freuen. Wer wurde da geschubst? Ne, hier. Da vorne. Oh, der... Oh. Das fiese Imperium. Ey! Lassen Sie mich gehen, ich flehe Sie an. Ja. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du hier eine Szene machst. Ich habe eine Familie, einen kleinen Jungen. Was hat er denn getan? Wir müssen hier bleiben, es tut mir leid. Ja, auf jeden. Wir müssen ihm helfen, wir sind ein Jedi. Ja. Komm mit. Komm mit. Ey, das habe ich bei Half-Life 2 das auch so geliebt, weißt du? Ey, das ist, ich wollte es gerade sagen, das ist eine Half-Life 2-Stelle, ja, gerade. Wenn man in City 17 einkommt, und dann sieht, wie die Bürger dort... Dort hast du sicherlich auch an jeder Ecke verweilt, ne? Und jetzt alles, genau, das war ja das Coole. Das ist Environmental Storytelling. Absolut. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Okay, ich geh mir mal durch. Es wäre genug, in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Schnauze, Gefangener. Aber wie können wir Fortschritte machen? Sejan. Wenn Terroristen unsere Heimat bedrohen. Wir brauchen ihre Hilfe, um Aufständische und Dissidenten aufzustören. Dies ist unser Imperium. Wir müssen alle kämpfen, um es zu schützen. Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch bedürftig. Gut, dass er für unsere Ausnahme ist. Also der Einstieg ist geil. Der ist super, ja. Auch das war gerade schon wieder Half-Life 2. Ja. Wie der Breen auf dem Screen. Korrekt. Alles Propaganda. Du wirst sofort an die Hand genommen, wer ist der Oberbösewicht, so, du weißt es jetzt schon. Ich seh's. Kann noch ein größerer kommen, klar, aber du weißt schon mal, wer ist der Böse, das ist gut. Den haben Sie am Kontrollpunkt schon gescannt. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Oh, wieso hat der Droide nicht geredet? Die haben so eine nice Stimme. Kannst du als Sternabzug geben. Punkt ab. Bis auf Weiteres in Ihren Häusern. Jede Zuwiderhandlung wird zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouille. Komm hierher, Jedi. Gut. Oh. Bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Ah, das geht alles in die Hose. Herrlich. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem chakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Wenn der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Ich glaube ja, das ist alles ein großer Plan. Wir schleusen uns hier irgendwo ein. Natürlich. Das sind eigentlich unsere Buddies, die uns da schubsen. Das wäre doch typisch Jedi. Das wäre echt typisch. Ich mag, wie du denkst. Steuerst du so dumm? Nee, ich mach grad gar nichts, aber es ist herrlich, sich das anzugucken. Es ist wirklich ein Film. Der Senator hat verlangt, ich kann minimal die Kamera ändern. Lebensbringe. Und er atmet noch, oder nicht? Aua. Da hängt er ab, der Senator. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen.
Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltene Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Ein Lichtschwert wahrscheinlich. Oh, good guess. Good guess. Grogu oder das Lichtschwert, also. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der ist jetzt tot, oder? Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norsit. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Es geht nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das. Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Du hast recht, Walle. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Was soll ich tun? Oh, nice. L2, okay. Kurz Überblick verschaffen. Jedi-Magnet. Oh, jetzt geht's los, Walle. Nein, du darfst fighten, Mann. Was soll ich jetzt machen? R2 an und mit Schub ein... Ja. Okay. Cool. Cool wird mal reingeführt. Oh, sieht das schön aus. Oh, der ist aber schnell weg. Mach Krangriff. Oh. Hinterher. Wie schön sieht das bitte aus? Oh, cool. Hä? Wie geil sieht das aus? Ich komme nicht drauf klar. Super smooth. Ja. Das macht ja nur Bock. Kommen Sie raus, dann ist das, die ganze, ist das nur so dieser Showkampf so? Ich weiß zu blocken. Nicht. Ich hab grad geblockt, Walle. Erfolgreich. Nice. Und der Sturmtruppler hat gesagt, hoffentlich gewinne ich. Bumsi-Bums. Hä, wie smooth. Ja, mega. Hier ist ein Dreieck geworden. Oh. Hallo, ich hab doch geblockt. So. Ja, ich glaub. Ja, blocken, schwocken, man kann ihn einfach wegballern. Der hat seinen Arm verloren. Muss ich kurz schmunzeln, tut mir leid. Nicht so schnell. Oh, was für ein schönes Schiff. Los, BD. Was, sowas kann BD? Jetzt kommt er zu uns. Ich weiß es nicht, aber ja, es ist doch ein bisschen eng. Das muss doch ein Trick sein. Oh, sehr eng. Festhalten! Oh, die Plattform kippt. Jetzt geht's noch tiefer, Walle. Nice. Oh Gott, das macht mich richtig glücklich gerade. Ja. Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Jetzt hängen wir da. Oh, cool. So, wo müssen wir hin? Da? Das ist ein bisschen Parkour, Mann. Parkour, Mann. Oder ist das ein bisschen wie bei, hier, Uncharted? Das war knapp. Ja, komplett. Eher so, würde ich sagen. Eher so. Das ist nicht dein Fehler. Ja, das ist, das ist Uncharted. Ja, ich spring dir einen weg. Er ist so agil. Guck mal. Stark.
Stark. Ja, also ich könnte mich da nicht so lang festhalten. Ach doch, das würde ich. Das glaube ich schon. Wo soll ich denn lang? Einmal rüber? Da? Und jetzt hier? Ey, aber diese ganze Atmosphäre am Anfang ist schon stark gemacht, muss ich sagen. Super, super, super. Fällt mir echt gut. Oh, wie praktisch. Ich hoffe, dass das cooles Klettern bleibt. Ich habe immer ein bisschen Angst bei Klettern, dass das nicht dumm wird. Aber wird schon. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, jetzt kannst du laufen auf jeden Viecher, Fall. Viecher, geil. Ich liebe diese Viecher. Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium. Okay, ich muss erst einmal hier lang. Ja, wollte ich gerade sagen. Erstmal gucken, was hier ist. Guck mal, da gibt's geilen Loot. Ja. Ja. Ah ja. Klingen-Emitter. Geduld. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Skin fürs Laserschwert ist, oder? Schauen wir mal an. Wir waren ja noch, also wir haben jetzt gerade logischerweise angefangen, dementsprechend wissen wir gar nicht, was abgeht. Ich guck mal bei Anpassung. Tell anpassen. Ich kann mich cool aus. Okay. Ja, nice. Gelb ist schon nice, oder? Ja, kommt man als Warnweste quasi direkt so an und macht sich. Wieso bleibbar. Kann ich. Hier sind. Oh. Egal, aber ich wollte das. Frisur geht auch einfach so. Nice. Das muss ich noch freispielen wahrscheinlich, ne? Ja, ja, kann sein. Also wäre auch ein bisschen weird, wenn das jetzt auf einmal gehen würde. Fähigkeiten, Kampfstile, da ist das, sieht ein Schwert ist ausgerüstet. Oh ja, darüber habe ich schon ein bisschen was gelesen. Du kannst jetzt auch im Laufe des Spiels ein Doppellaserschwert wie Darth Maul bekommen, ach, zwei wirklich? Laserschwerter wirklich? Und dann diese Kampfstile wohl durchwechseln quasi. Die haben natürlich alle Vor- und Nachteile, beziehungsweise diese unterschiedliche Kombos. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Okay. Fähigkeiten ist es auch nicht. Macht, Erkundung. Warte mal, Fähigkeiten. BD kann natürlich auch Dinge. Stimbehälter, Macht, ja, Kampfstile und Erkundung. Holokarte, Wandlauf. Ja, aber ich glaube. Das war's. So das war's. Menü. Datenbank, warte mal, da oben. Das ist natürlich unsere, ja, ja. Unser Almanach, um alles nachzulesen. Taktische Leitfaden, wie kann ich die zerstören? Braucht man tatsächlich manchmal, könnte sein. Mhm. Anpassung, Reise, aber ich weiß jetzt nicht genau, noch nicht, Walle, was ich zumindest mit diesen. Ja. Ich spiele das mal weiter. Das erklärt uns das Spiel bestimmt noch. Hier kannst du was scannen, okay. Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Oh. Vielleicht doch. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Ah, das. Ich muss ja sagen, ich finde, BD ist ein sehr, sehr toller Druide, den sie da eingeführt haben. Weil, das hat Star Wars ja sowieso drauf, coole Druiden an den Start zu bringen. Aber ich hatte halt nach BB-8 aus den Neuen, der auch cool war, aber Angst, so jetzt übertreiben sie es, jetzt gehen sie zu viel auf Cuteness und so. Das ist wieder genau die richtige Mischung. Das hat Respawn Entertainment ganz gut gemacht. Ja, total. Der Bezirk ist groß. So. Also in Zukunft möchte ich bitten, vor deren Ableben den wenigstens noch ihren Smalltalk zu lassen und sie zu Ende Quatsch zu lassen. Ich habe schon damals bei Jedi Knight immer super gern. Ey, mach ich gerne. Mach ich sehr gerne. Jedem Sturmtruppler zugehört. Ich wollte natürlich erstmal gucken, kann ich ihn überhaupt so stealth-mäßig erledigen? Verstehe, es ging. Da hatte ich ein bisschen Panik. Stimmt, das hat gut funktioniert. Cool. Stell dir vor, ich warte so lange und dann will ich ihn abservieren und dann klappt's nicht. Oh, das ist peinlich. Das passiert manchmal. Peinlicher als in anderen Spielen. Das ist wirklich immer schlimm. Peinlichste Noob-Attacke dann. Aber Gott sei Dank sind ja die ganzen anderen Jedi, zumindest die meisten, sind tot. Also kann sich keiner mehr über dich lustig machen. Hast du das gesehen, Walle? Möchte ich dir nur mal kurz zeigen. Er hat Rückwärtshaltung gemacht und da konnte ich trotzdem festhalten. Pass auf. So, nee, warte. Das hältst du lieber nicht aus? Nein, warte. Scheiße. Warte. Ja, das ist schon ganz cool. Okay. Warte. Ja, siehst du? Oh ja, das wollte ich dir nur kurz zeigen. Das war wichtig, dass du es einmal siehst. Ja, das ist also wirklich wichtig, weil ich habe im relevanten Moment eben wirklich nicht geguckt. Boah, ist das toll, dass sogar hier in den unteren Ebenen überall so kleine Gleiter langfliegen. Ja, das hätte man nicht erwartet, oder? Mann, ich will im Star-Wars-Universum leben. Aber wir sind ja in echt auch Gott sei Dank kurz davor. Das ist aber, da hast du eine spannende Kameraperspektive. Ich mag die, das ist so die, Real-Rohr. Dort können wir uns ausruhen. Ah, meditieren. Ah. Andere Spiele nennen es Bonfire. Ja. Es ist ein ähnliches System. Ja. Es ist ja so ein bisschen, für die den ersten Teil gar nicht kennen, so ein bisschen stimmt. So ein Souls-Light, kann man sagen. Mhm.
Und der erste war noch so auch ein bisschen Metroidvania-mäßig mit viel Backtracking und so. Nur da fand ich ein bisschen schade, dass Backtracking, also nochmal auf andere Planeten zurückzukehren und mit neuen Fähigkeiten andere Wege freizuschalten. Ja, das hat sich aber gar nicht so richtig gelohnt, weil du hattest nicht so super viel coole Sachen dann da zu entdecken. Das stimmt. Da hoffe ich mir ein bisschen mehr von bei diesem Spiel, dass sie daraus ein bisschen gelernt haben. So, ach, was geht jetzt hier ab? Wir haben einen Punkt, ach, das ist ein Punktfilm, cool. Unser Lichtschwert. Den haben wir eingesammelt bei uns aus dieser Kiste. Scheint mir so. Zumindest haben wir beim Lichtschwert die Möglichkeit, was zu machen. Nee, ich glaube, du hast und bei den anderen nicht. Deswegen könnte es halt sein. Das würde schon Sinn machen, ja. Okay, also, was können wir machen? Aber ich hätte auch gerne... Guck mal, hier wird schon angedeutet, ein Schwert ist jetzt hier das Menü. Vielleicht kannst du auch... Ah nee, die anderen sind noch... zerstört. Wahrscheinlich kommen dann da zwei Schwerter, Doppelschwerter. Okay. Superschwert. Ein Schwert. Dann gehe ich. Was kann ich denn machen? Dann muss ich jetzt. Wahrscheinlich musst du den ersten nehmen. Den muss ich nehmen. Den ausfallenden Schlag. Unten geht's los. Na gut. Dann lerne ich. Mal gucken, was das ist. Dann. So nämlich. Oh, da wird's auch direkt wieder gezeigt. Cool. Bam. Das ist ein ausfallender Schlag. Der hätte ich gesagt, das ist ein Bruststich. Ein Bruststich. Ja, aber den können wir jetzt. Den Bruststich können wir jetzt. Nice. Den konnten wir vorher nicht. Weil wir waren ja eigentlich schon sehr gut zum Ende des letzten Spiels, muss man auch sagen. Ja. Das ist dann immer so. Achso, jetzt kann ich mich auch ausruhen. Und durchatmen. Was macht aus? Wir haben wir nicht durchgeatmet? Ist komisch, dass du das nicht in einem machst. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aus. Ich würde mal. Du musst noch hier auf Ausruhen drücken. Gegner sind respawned. Bam, okay. Gut. Jetzt gucken wir uns hier mal alles an. Da ist wieder eine Kiste. Da kann der hinflitzen. Oder irgendwas. Ein Echo. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Erschießt ihn. BD läuft schon los, weil BD hat richtig Bock hier zu hacken. Wir haben eine Datenbank-Info bekommen. Gucken wir uns zur gegebenen Zeit mal an. Wir müssen jetzt erst hier erkunden. Ja. Ich kann jetzt nicht hier lesen. Das leuchtet so blau, als ob ich da irgendwas Machtmäßiges machen könnte. Das ist ja auffällig, finde ich auch. Und das ist auch die volle Wahrheit. Ja, Jedi sind ja als auch echte Ehrenmänner und so bekannt, ne? Also es ist schon krass, man ist hier gerade irgendwie in seiner eigenen Mission, hat voll den Stress, man repariert aber noch nebenbei die Kanalisation. Finde ich sehr freundlich. Finde ich auch freundlich. Guck mal dahin, wie die Leute hausen. Siehst du das? Ja. Das hat mich eben schon so geflasht. Dachte, ja, das sind hier wohl richtige Coruscant-Slums. Ah, okay. Ich habe einen Schalter bekommen und da stand Geduld drunter. Jetzt müssten wir mal gucken, ob das jetzt direkt Auswirkungen hat, wenn wir wieder an unseren Meditationsplatz kommen. Oh ja. Würde ich mal checken. Check das mal ab, wäre nicht gut. Um vielleicht einfach zu raffen. Es ist gut, dass du zurückläufst, weil ich hätte auch nochmal da hinten geguckt. Ja, das safe. Das zeige ich gleich nochmal hin. Safe. Fähigkeiten gucken wir mal, ob das wirklich einen Unterschied gemacht hat. 0, nein, hat es nicht. Dann ist okay. Es. Weird. Okay, dann werden wir es. Weil da oben kannst du vielleicht noch hinspringen. Guck mal, hier ist so eine kleine Erhöhung. Als ob da nicht noch irgendwie ein nicer Loot ist. Ja, klaro. Oh, da kannst du ja richtig klettern noch. Hä? Wie viele Wege gibt's hier? Wurde zuletzt in Dock 27. Hallo. Boah, heftige Soundeffekte. Heftige Soundeffekte. Gehen wir. Also ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt schon geilen Skill entwickelt habe, weil es spielt sich einfach super flüssig. Nice. Es sieht einfach geil aus. Also. Ja, muss man auch wirklich sagen, sehr smoothe Animation. Ja. Fällt mir sehr gut. Krass, wie weit das hier noch geht. Ich dachte, hier wäre nur so eine kleine versteckte Kammer, aber hier ist wirklich noch ein kleiner Pfad. Hey, hier geht's richtig ab. Ja, währenddessen wie hier erkunden, kann ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, gerne. Das sieht fantastisch aus, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, ist aber wieder erwarten nicht in der Unreal Engine 5. Das erste war ja schon in der Unreal Engine 4 und dieses ist es wieder. Das liegt, glaube ich, einfach daran, weil Entwicklungszeiträume heute so lange dauern, dass die noch gar nicht draußen war, als sie schon begonnen haben, diesen Teil zu machen. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, denn die Leistung ist ja gestiegen und deswegen sieht es nochmal eine Ecke besser aus. Das sieht wirklich toll aus, ja. Aber hätte ich nicht gedacht. Würde man schon denken, das sieht doch aus wie diese Grafikdemos von den Fünfern und so. Absolut. Ich wollte es nur kurz zeigen. Also wir haben unser Ziel markiert. Ne? Das Ziel ist dieses Zeichen. Dann, das kennen wir noch, dann gibt es gelbe Toren führen zu unerforschten Gebieten. Wichtig für uns, grüne Elemente zeigen verfügbare Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Yes, okay. Sammelobjekte, die Legende zeigt Symbole für andere Sehenswürdigkeiten und Filter an. Ja, kriegen wir alles hin. Dann gib mir die Karte bitte. Die sieht nämlich wie folgt aus. Wir müssen also. Guck mal, wir haben sogar. Ach, die Route. Guck mal, wie sie dargestellt wird. Geil. Siehst du das, dass wir sogar den kleinen Abstecker dahin? Ah ja. Dann geht's auch gar nicht weiter. Dann geht's nur einmal. Guck mal, da ist noch eine Ebene.
Ach, wirklich witzig. Wir waren eigentlich. Wir dachten erst, wir wären richtig, ja. Und das war aber eigentlich genau. Eine kleine Lootkammer. Aber siehst du okay. Den kleinen Weg, den wir noch gehen können, wenn wir ja. Zurückgehen und dann einmal rüberspringen? Das müssen wir eigentlich machen. Ja, na, klar. Das können wir nicht verpassen. Das ist ja stark. Da sind sie auch schon, die, oh, ja. die Freunde. Aber wie komme ich denn da unten? So balancieren. Hey, warte mal, ist doch woanders. Ja, maybe ist das echt woanders. Wo komme ich denn her? Wie kann man denn so vergesslich das sein? Das darf ich aber gerade auch nicht. Wo sind wir denn? Sind wir nicht hochgeklettert? Sag mal, hä? Bin ich irgendwo hochgeklettert? Bin ich, komme ich von hier? Ich weiß es nicht mehr, Balle. Lass es lieber weitergehen. Ja, geh mal weiter. Also du könntest natürlich auch deine neue Karte nochmal zu Rate. Ja, das stimmt. Könnte ich machen. Aber es ist auch jetzt nicht so richtig. Also wir kommen deutlich hier. Und jetzt komme ich durch diesen Spalt da, weißt du, bist ja, du nicht durch so einen... bin durch den Spalt gegangen. Da darf man zurück. Ah, nee. Bin natürlich durch den Spalt gegangen. Guck mal, mein Gedächtnis konnte das nicht verarbeiten. Ja, ich hatte es aber ehrlich gesagt auch nur noch halb auf dem Schirm. Naja, dafür haben wir viel Liebe dabei, alle. Ja, und ich meine, das ist ja auch völlig okay, hier entspannt vor und zurück zu gehen, weil das ist wirklich eine Area, da bin ich mir relativ sicher. Vielleicht in irgendeinem, weiß ich nicht... Zeichentrick, der heute noch nicht mehr Kanon ist und deswegen nicht auf Disney Plus hochgeladen, aber man hat diese Slums von Coruscant so tief, so noch nicht gesehen, glaube ich, deswegen Mineral, nehme ich an. Man hat viel davon gelesen, aber das jetzt mal zu sehen, ist eine andere Sache. Ist geil. Und Coruscant hat ungefähr knapp 1 Trillion Einwohner. Wirklich? Ja. Und die müssen ja auch irgendwo sein. Wie viel hat Hamburg? Weiß ich nicht, aber die Welt, unsere Welt hier, die Erde hat irgendwas mit 7, bla Milliarden, glaube ich. Ah ja. Also da fehlen noch 900 93 ganze Welt sozusagen. Ja. 993 Milliarden Einwohner, damit wir Coruscant Bevölkerung. Dafür ist es in Coruscant sehr sauber, muss ich sagen. Erstaunlich, ne? Ja. Wir haben sogar irgendwas sehr Seltenes bekommen eben. Das war, also hat sich total gelohnt, dass wir nochmal nice. Lang, an die Decke können wir auch. Ach, cool. Na gut, das ging auch schon im Vorigen. Weil ich mag das gerade sehr gerne, dass du uns hier mit Infos bereicherst und ich so ein bisschen meine Gamepad-Skills auspacken darf. Das freut mich. Ich finde die Verteilung auch bestens. Wer ist da drüben? Ist der das wirklich? So, jetzt muss ich laufen. Nur im richtigen Moment. Gut. Also ich hab zweimal es geschafft, diesen Schuss zu reflektieren. Wie, das hast du selber gemacht? Mir kam es so vor, also der hat den, also damit er zurückkommt auf den Gegner. Ich glaube, er blockt den automatisch, aber ich glaube, dass er fokussiert zurückgeht, das liegt an meinem Drücken. Ah ja. Das war mein Eindruck. Okay. Ich werde es aber gleich nochmal testen. Drücke, um mal nicht statt Kampfstil zu wechseln. Jetzt jetzt kannst du einen anderen. Doppel. Oh, cool. Ja, das ist Breakdance. Nice. Das ist ja nur Hammer. Ist das nice? Ey, das ist. Hier, mal, guck dir den an. Warte mal. Kann ich die beliebig kürzen? Sowas muss es aber auch in Star Wars geben. Ja. In gutem Kampf wurden irgendwelche sinnlosen Kabel, die von der Decke hängen, abgetrennt. Seile kürzen. Ist das nice. Das ist wirklich befriedigend. Ja. Auch nur zum Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch so Spaß da draußen, während ihr uns beim Seile kürzen zuguckt. Seile kürzen. Da ist er. Schießt ihn. Wo ist er? Komm, schieß mal auf mich. Schieß mal auf mich. Also jetzt mache ich nichts. Ah, werde getroffen. Ja. Gedrückt halt. Musst du L1 gedrückt halten? Ich musste gerade nur gedrückt halten. Okay. Finde ich gut, dass wir das mal testen. Ja. Der ist jetzt down, weil es ging viel zurück. Ja. Okay. Also muss man das nicht... Wobei, ich werde es ja nochmal mit Timing probieren. Mhm, ob das auch ein Unterschied ist. Vielleicht sind die dann irgendwie stärker, die Schüsse zu möglich, weil das direkt Headshots sind oder whatever. Müssen wir mal ausprobieren, was da so der Spielraum ist. Hä? Aber jetzt sieht das anders aus. Hat sich das jetzt vielleicht schon automatisch ausgeklappt? Glaubst du mir ans Film her, so ein bisschen die Idiotenhilfe. Ja, ja. Weil eigentlich hättest du vorher noch so ein bisschen Macht benutzen müssen. Aber das Spiel hat sich gedacht, ah, come on, ey. Wie alt ist der? 9. Der hätte lieber Jedi Padawan zu etablieren sollen. Wirklich. Nach unten sehen. Zur Wand fallen lassen, das ist weird. Okay. Okay. Ja, das ist schon sehr unschartig, muss man sagen. Ja. Oh, Cutscene. Nice. Na, hat er ja noch nicht.
Zieh ihn am Bein. Hat ihn ja noch nicht. Habe ich es mir doch gedacht. Ja, du hattest absolut recht. Krass, Walle. Nicht schlecht. Ich habe schon mal einen Film geguckt. Ja, nicht schlecht. Wo warst du so lange? Bode. Ach, ich habe ein bisschen rumgehangen. Kennst du Foto Bode? Hab die Aufsicht genossen. Es ist lange her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Boat. Boat. Dafür bin ich hier, Kestis. Komm, wir nennen ihn weiter Bode. Bode. Bode ist ein schöner Name. Komm, Bode. Als ich das Dock einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha! Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstille. Funkstille? Bravo kennt sich aus. So, was haben wir hier? Schneiden. Naja, dann mach ich das mal. Neuer Weg. Abkürzung freigeschaltet. Da gucken wir mal, wo es denn geht. Ja, da waren wir ja wahrscheinlich schon. Das war guck mal, einfach die gute alte vertikale Dark Souls leider. Jo. Ja dann. Geilo. Geht's noch mal ran. Gaming. So funktioniert das. Was kann ich jetzt in meinen Kampfstile? Guck ich da mal einmal drauf. Ja, guck das mal an. Müssen wir ein bisschen was angucken. Also, Stärke ist bei der Einschwerttechnik größer. Also, es ist quasi so wie einhändig, beidhändig. Wobei. Ja, du bist halt schneller mit der Doppelklinge, ist ja auch eigentlich recht logisch. Ja. Reichweite ist da geringer, Verteidigung ist da minimal höher. Macht für mich auch Sinn. Ja. Weil man kann gleichzeitig irgendwie einen Hit abliefern, aber auch mit der anderen Seite irgendjemanden abblocken und so. Okay. Cool. Wie kann ich das also wechseln? Genau. Fähigkeiten, habe ich da noch was dazu bekommen? Ich weiß es nicht. Muss keinen Punkt. Ich glaube, wenn du das Meditieren gleich mal verlassen hast, irgendwo war doch auch hier oben, genau, das ist unsere Levelleiste quasi, ach die so, in der Mitte. Ja, die ist jetzt erst halb gefüllt. Danke dafür. Ausruhen natürlich. Stark. Und dann geht's wieder hoch. Alright. Wieder zwei Stimpacks. Alles klar, Bode. Bode. Ja, dann geht's wieder hier den Lappen hoch. Wow. Sie wollen zu uns. Super. Ach, der fliegt einfach, okay. Coop und Liz haben sicher schon Hunger. Sprinten, warum soll ich hier sprinten? Das wollen wir nicht. Erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Also, ist das ein kleiner Roboter? Nee. Schade. Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Wie hängt der kleine BD da wohl? Walle, hat er da so einen kleinen Halter oder ist er einfach... Zwickt er sich ganz doll an den Rücken. Man, das ist wirklich eine gute Frage. Man hat so einen vernarbten Rücken, weißt du? So ja, sogar ganz, mit so Sicherheitsnadeln ist er da immer am Start. So ganz fies. Ja gut, man darf nicht alles hinterfragen. Aber es sieht natürlich sehr, sehr nice aus. Ich bin froh, dass du den Leistungsmodus angemacht hast, bin ich ganz ehrlich. Ja. Weil klar, es könnte schön aussehen, noch schöner. Ja, man sieht, dass an manchen Stellen ist die Auflösung schon was niedriger. Mhm. Aber das finde ich immer, sieht immer noch toll aus. Und ich meine, wir wollen ja auch hier eine flüssige Erfahrung haben. Absolut. Wie kriegen wir dich darüber? Also, das hat nicht geklappt. Hä? Ach so, du musst ja erst was rüberholen wahrscheinlich. Kannst du diese Kiste zerlegen? Versuchen kann ich. Nee, er macht das, okay. Guck mal, jetzt kannst du zwei befehligen. Das war die Kiste. Okay. Okay. Kiste ist ein bisschen untertrieben für das, was es war. Ja, finde ich auch. Kannst du die kleine Kiste zerlegen? Ah, geil, guck mal. Wie schön er das leidet mit seinen Füßchen. Guck mal. Das ist wirklich sehr cool. Jetzt hat er ganz saubere Füße. Das ist einfach der allerbeste Buddy. Ja, wirklich. Laufe und springe auf zerfurchten Wänden. Ah, interessant. Das habe ich mich nämlich gefragt. Man hat... Genau, man hat sowas erst im Laufe des Spiels gelernt, ja, im ersten. Stimmt, ja. Und es ist gut, dass wir das behalten haben. Weil es wäre logikmäßig ein bisschen schwierig, dass wir jetzt das Wandlaufen wieder verlernt haben. Das stimmt. Sowas Essentielles. Besser nach uns als der Yacht, oder? Was war das? Das war doch irgendwie. Warte mal. Das da, siehst du das? Ja. Da versteckt sich irgendwas drin. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja wirklich irgendein Mechanismus. Na gut, kann ich hier noch was gucken, bevor ich rüberlaufe? Ja, da geht doch hier so eine Rampe hoch. Ja, wir gucken hier nochmal in der letzten Ritze. Muss geguckt werden, Walle. Es könnte überall ein bisschen Loot sein. Ja, was ist, wenn du diese Rampe da hoch? Da kannst du gar nicht, weil da Wasser runterkommt. Ah, das ist doch wieder ein Shortcut für später wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Irgendwie sowas. Aber nee, weil er ist da oben, hallo? Guck mal, hier ist wieder was. Cool. Hab was gefunden.
Prioritklumpen. Warte, das gucken wir uns einmal an. Was sind Prioritklumpen? Erkunde weiter in die Galaxis, um diesen Schatz zu entdecken und herauszufinden, für wen er wertvoll ist. Ah, okay. Mhm. Soweit sind wir noch. Wird erst später relevant, alles klar. Wenn ich jetzt hier... Aber es slippt halt sofort weg, ne? Ja, ist gar nicht dran zu denken. Okay. Da ist nix. Tja. Vielleicht hier hoch? Aber komisch ist, dass er da oben wartet, ne? Das impliziert ja, dass man da hoch kann. Ja! Wow. Rogi, das ist gut gelöst. Nice. Wir sind die besten Buddies. Komplett geil, ey. Komplett geil, der Laden hier. Und Schatz, direkt ein Schatz. Nice. Prioritätsklumpen, lass mich raten. Ein Coruscant-Lackierung. Oh, Welt geil. Ist. Du kannst jetzt ein pinkes Laserschwert oder so machen. Will ich. Und auch Fingernägel. Nails. Sag mal, wichtig, dass die Nails ordentlich sind. Siehst du das Kabel? Schon dabei, Kestis. Okay, interessant. Es eröffnen sich viele Wege, weil ich glaube, wir hätten ja auch da runter. Ja, oder? Ja, aber mir auch gucken wir so. Erstmal, was hier ist. Hier ist gerade entspannt. Hier ist eine normale Treppe übrigens. Da muss ich einmal lang gucken. Hier gibt es aber wirklich nichts und auch keine Wand, die mir andeutet, als könnte ich da irgendwas Tolles machen. Scheint nicht so, ja. Aber hier kommst du hoch. Ja. Wer ist er? Guck mal, ist das ein Bräusche? Ja, das sieht doch aus wie ein typischer Blob. Oder? Aber ein Bräuscheblob. Ja. Ein weirdes Gebilde. Sorry, weil ich brauche einfach dieses... Manchmal brauche ich Bräusche von dir. Das verstehe ich, ja. Kann's nicht erinnern. Da wird es mal ein bisschen zu stark forciert. Ich hätte lecker, ich hätte Bock, eine lecker Bräusche heute zu essen zu geben. Mal wieder einen schönen Burger, lang her. Oh, lecker Bräusche. Dann eben mittendurch. So, jetzt ist rein. Also, wir slip-sliden da runter. Ja. Und dann gibt's aufs Maul. Oh, warte, aber bevor du das machst, guck mal nach rechts. Rechts. Kannst du da auf diese Ebene hier, wenn du, weißt du, so Slides und dann run, springen, dann ist ja das mega versteckt. Kann ich hier direkt an der Wand laufen? Nee, ne? Ja, also, nee, guck mal, hier, nee, kann ich nicht. Macht er jetzt schon. Boah, was ist das für ein Aufwand gewesen sein? Muss das auch alles irgendwie zu beschränken? Nee, es läuft, glaube ich, eher andersrum. An manchen Stellen erlaubst du es nur. Oh, jetzt ist es knapp. Okay, stark. War den Versuch wert. Danke, dass du es probiert hast für mich. Oh, ich liebe ja die Scout Trooper, ne? Die mit den kleinen Sonnenschirmchen. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Ich hab doch geblockt. Hast du ja gemerkt. Weil wir zerlegen. Guck mal, gar keinen Hit abgekriegt. Das ist wirklich krass, wie strong du bist. Ja, Mann. Das muss ich ja auch ab und zu einfach sagen. Ja, ist gut. Deine Muskeln sind bewundert. Oh. Klar, auf dein Signal. Halte R1 und drücke dann Viereck, um Bode zu bitten. Okay, Bode macht das mal. Jetzt. Er hat einfach einen. Was hat er? Er hat auf den Boden geworfen. Er hat einfach gekickt. So ein Elektroshit. Nice. Okay. Aber Bode ist eigentlich gerade dreimal gestorben. Ja, hast du gesehen? Das Lichtschwert schnallt das. Ja. Friendly Fire ist off. Das ist ein Smart Lightsaber. Ja, sonst hätte sich doch hier unser Kestis auch schon längst verletzt. Das stimmt, ja. Oh, was kannst du da machen? Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Aha. Ja, wann machen die endlich rum? Ich dachte, er macht so viel Werbung auf. Okay. Alles bereit. Okay, das. Oh, warte, jetzt hast du wieder eine Laufwand wahrscheinlich. Ja. Okay, jetzt sind wir hier. Warte mal. Ja, aber was hier ist, finden wir erst gleich heraus. Ach, wirklich? Ist das so ein Moment? Es ist tatsächlich so ein Moment. So hart das ist, meine lieben Freunde, aber wir sind ja gleich wieder für euch da. Möge die Macht mit euch sein. Rocket Beans Craft Tea. Jetzt erhältlich unter rocketbeans.shop und bei Aroma Olymp.
Rogi und ich auf Coruscant. Das ist wundervoll. Du am Pad. Ja. Du steuerst den Kel. Es ist ganz geil bisher, ne? Ey, bislang macht es ultra Spaß. Einfach weil es gut aussieht, weil es gut erzählt. Alles ist smooth. Es holt einen richtig schön rein, muss ich sagen. Es ist ein toller Prolog. Du bist da, wir beide sind nicht so aufgedreht, ist herrlich. Ja, das ist seltenerweise, konzentrieren wir uns auch mal so ein bisschen. Ja, es viele tut mir leid, die Leute, die deswegen nicht einschalten, sondern die den Spaß haben wollen. Aber wir haben ja beides. Ja. Heute gibt es das Beste aus beiden Seiten. Ist wirklich so. Ja. Lass uns direkt weitermachen, weil ich will jetzt wissen, was ist hier auf der anderen Seite? Ich bin jetzt bei so einem Meditationspunkt, ich habe schon drauf gedrückt und ich kann leider immer noch nichts machen. Aber dein Level reicht leider noch nicht aus. Du bist noch nicht bereit für die Prüfung, mein lieber Padawan. Not yet. Ich schaue einmal hier runter, wie immer. Es bewährt sich tatsächlich an diesem Game überall mal zu schauen. Das hätte ja auch durchaus sein können. Glaubst du, dass diese Wohnungen dort kostspielig sind? Also, wo die Lampen gerade an sind? Wer weiß, ob es noch eine Ebene darunter gibt. Oh, ne? Also, das sieht ja schon besser aus als diese Wellblechhütten. Oh ja, du hast recht. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Da oben ist natürlich der Hotshit. Das ist klar. Wie das wohl alles zusammenhält. Also da würde ich gerne mal mit einem Architekten, der an Coruscant beteiligt war, quatschen. Wirklich, wie geht das, ne? Ja. Was für Felder haben die da anstatt gemacht? Sehr viel Strahlung muss es hier geben. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Ah ja. Ach, guck mal. Nee, dann ist die Wohnungslage gut. Das hat er gerade beantwortet. So. Niedrige Mieten. Weil wenn Bode dahin lang geht, muss ich leider erst hier rein. Das ist ja ein klassisches. Ja, natürlich, das musst du machen. Ja. Wobei, ich muss mich korrigieren, vielleicht auch viel zu hohe Mieten. und es kann sich einfach keiner leisten, der da wohnen will. So wie Hamburg bald. Ja, genau. Das kann sein. Sehr schöne Stadt, aber kannst nicht leben. Böse Zungen würden auch behaupten, das Imperium und die FDP haben einiges gemeinsam. Ja, ey, ich frag mich, kommentiert doch mal unter unseren Zuschauerschaft. Wer von euch verdient denn mehr als 10.000 im Monat, dass es sich lohnt, die FDP zu wählen? Das würde mich mal brennend interessieren. Und dann wir gehören nicht dazu. Ja, auf jeden Fall. Und dann beantwortet bitte noch, wenn das so ist, warum seid ihr nicht im Supporters Club? Ja, exakt. In Ordnung. In Ordnung. So, dann öffnen wir diese Tür mal. Ja. Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Ich bin bereit, wenn du es bist. Oh, er weiß ja das. Dieses Nudeln. Achso, weil er Gegner gesehen hat. Aber sollen wir das mal regeln? Ey, wie heißen diese Druiden? Das sind so Aufklärungsdruiden? Ja. Ich weiß nicht, ob man den Namen... Da. Ja, genau. Ich liebe deren Stimme. Ist wirklich toll. Die haben einen Namen. Ja, haben die. Die haben wir doch bestimmt in unserer Datenbank. In der Datenbank. Ja, wir können richtig was lernen vielleicht. Ja, warte mal. Ich will tatsächlich auch... Es macht mich zu einem wertigeren Nerde, wenn ich diese ganzen Begrifflichkeiten auswendig kenne. Total. Coastland. Es muss doch irgendwo Enemy geben hier. Gegner. Wissen vielleicht. Ebene. Weil es ist nur die Ebene. Ja, aber meinst du nicht, das zählt als Gegner? Nee. Wir brauchen. Wir haben nur Coruscant, Charaktere, Wissen und. Ja, nur das. Okay, du spielst mal weiter. Ich recherchiere das parallel. Ja, bitte, das wäre mir wichtig. Weil aber ist das wirklich, Ich habe auch Angst, also wir spielen es ja, ich sag's nochmal für euch, zum ersten Mal heute. Ja. Und ich habe Angst, dass Leute dann, die es zu Hause spielen und Zeit haben, sagen: Na, warte mal, die beiden, seid ihr dumm, da kann man doch alles nachlesen. Deswegen guck ich ein kleines bisschen länger, aber ich glaube. Warte mal, das Imperische. Ja, vielleicht hier. Scout, Truppler, Kommandeur, Sturmtruppler. Ja, das sind zumindest schon mal einige. Oh, ATSD, ja. Komm, die haben wir noch gar nicht gesehen. Flammentruppler, schwerer Angriffstruppler, Suchtruide. Der imperiale Suchtruide ist ein leichter Aufklärungstruide, den das galaktische Imperium zur Informationsbeschaffung einsetzt. Er sammelt vornehmlich Audio- und Videodaten mit Hilfe akustischer und seismischer Sensoren. Außerdem verfügt er über 6 Arme und bedarf Materialproben einzusammeln. Der leicht gepanzerte und bewaffnete Suchtruide sendet seine Daten und zerstört sich selbst als Reaktion auf einen Angriff. Das ist gerade passiert. Damit er nicht Aufständischen in die Hände fällt. Also es ist wirklich ein Spion. Na gut, dankeschön. Der hat, also ich bin enttäuscht, der hat keinen coolen Namen. Keinen Namen? Suchtruide wusste ich auch, aber... Suchtruiden. Jetzt wird sogar gesagt, das Spiel hasst uns. Alles klar, tanzen wir. Oh. Hallo. Was machen die denn? Junge. Okay, das habe ich nicht erwartet. Das ist ja eine Schweinerei. Ich hab's eben vorge... Das war ein cooler Heilung. Ja, ja, das wurde gesagt, aber jetzt ging es auch ein bisschen schnell. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Das wäre nur gesagt, aber nicht gesagt, getan. Mhm. Ist er eigentlich Mandalorianer oder warum kann er sogar fliegen? Oder?
Jetpack. Er hat keine mandalorianische Rüstung. Nee, ne? Er hat kein Beskar. Nee. Würde mich nicht überraschen, wenn sie uns raufholen. Ja, der Jedi ist längst weg und die zentrale Sache. Hallo. Ah, God Mode. Drücke L3 und R3, um Gegner rund um Cal zu verlangsamen. Ja, gut. Ich freue mich gleich schon auf den. Also ich glaube, dass gleich ein. Jetzt haben wir einen Punkt erhalten. Mhm. Ich glaube, dass gleich ein großer Gegner kommen wird. Also inszenatorisch muss es so sein. Ja, ist sehr wahrscheinlich auf jeden Fall. Also jetzt sind wir schon länger jetzt drin mit den kleineren Gegnertypen. Mhm. Jetzt haben wir noch einen Suchdruiden bekommen und ich denke, gleich passiert was. Ja. Das war jetzt getimed, das nicht? Ach cool. Vielleicht. Also ich bilde mir ein. Dass du dann zumindest. Wenn der Kampf vorbei ist, musst du ein paar Meter zurückgehen. Ja. So, jetzt. Warte, guck mal. Der Sturmtruppler. Da hinten. Nee, andere Richtung. Da, geh mal geradeaus auf den zu, der auf der Reling sitzt. Und mach erstmal nix. Guck mal, wie geil du den da platziert hast. Alter. Das musste ich einfach mal zeigen. Jetzt haben wir auch mal den Schritt von so einem Sturmtruppler gesehen. Das ist ja nur Hammer. Was eigentlich unter diesem Gemächtschutz sich da befindet. Hä? Da mache ich direkt ein Handyfoto von. Das ist, finde ich, ein seltener Moment. Das muss man, da kann man quasi mit ihm jetzt so posen. Ja, warte. Schade, dass es nicht so eine Funktion gibt, dass Cal den Arm um ihn legt. Aber jetzt haben wir auch das Geheimnis gelüftet, warum die immer sofort an einem Laserschuss sterben. Weil der ist halt einfach nur Stoff. Guck mal, das ist völliger Quatsch. Das ist alles Quatsch. Guck, der hat einfach eine lange Unterhose. Ja, wirklich, genau. Das finde ich einfach nur gut. Der hat einfach nur eine lange Unterhose an. Aber gut, das passt ja in die Lore, weil wir wissen ja, der Imperator ist ein fieser Kerl und warum sollte der sich um die Sicherheit seiner Einheiten scheren? Also, der lässt die auflaufen. Ja, das ist mega. Können wir das bitte, das wäre doch ein gutes Thumbnail eigentlich, oder? Gutes Thumbnail. Ja. I love it. Okay, das wollte ich nur kurz zeigen. Wir können im Prinzip weiter. Oh! Cool. Ich finde das immer nice, wenn es noch so Ragdoll-Mechanik gibt. Ich auch. Und das danach noch so physikalisch korrekt rumpurzeln kann. Guck mal, der hier kann was. Nice. Wir sind jede Kleinscheiße beeindruckt, aber ey, die Macht war cool, als ich 9 war und ist jetzt auch cool, wo ich 31 bin. Also ja, das hört nicht auf. Das ändert sich nie. Warum haben wir das weggeschoben? Wo ist dieser Punkt, wo wir hin müssen? Da vorne. Mhm. Ich denke, BD möchte, dass du das Ding umwirfst. Erhalte ich jetzt Befehle von einem Droiden? Aber wir wollen es doch auch. Ja, alles auf ihn schieben. Ja, wirklich. Das hast du super smart kombiniert. Du bist ein wahrer Rätsellöser. Nee, ich bin einfach nur ein Gamer. Ich glaube, alle Leute, die Videospiele spielen, für die ist es nichts. Und andere Leute denken tatsächlich ein bisschen nach, ist mir darüber aufgefallen. Das stimmt. Mach daraus etwas, dessen Anblick du nicht mehr ertragen kannst. Ja, wir sehen übrigens schon an den Rüstungen der Sturmtruppler, das ist eben schon ein bisschen her, seit die Order 66 passiert ist. Ungefähr 10 Jahre, kann man sagen. Ah, okay. Nicht lange. Oh, warte. Ein paar Jobs hier und da. Du hast ihn offenbar schwer beeindruckt. Ja. Das ist nicht einfach. Ich beherrsche meinen Job und stelle keine falschen Fragen. Diese Kombination öffnet viele Türen. Okay, Bode hat also mit dem unsympathen Saw Gerrera, den wir jetzt ja aus wirklich vielen Franchise-Ablegern schon kennen, zusammengearbeitet. Kurz vielleicht nochmal zum Hintergrund, wer ist oder war Saw Gerrera? Das ist ein Typ, der damals tatsächlich auch schon in den Klonkriegen mitgekämpft hat, überlebt hat und dann sofort die Rebellion mit angeführt hat, allerdings solch harsche Maßnahmen anwendet, dass er mit der groß organisierten Rebellion, da wurde er ausgeschlossen und hat seine eigenen Partisaden gegründet. Du bist wirklich gut drin im Thema, das gefällt mir. Bin sehr glücklich mit dir, das machen zu dürfen.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist ja manchmal, braucht man vielleicht noch die eine oder andere Charakterauffrischung. Braucht man tatsächlich, also. Vor allem bei so Spielen bin ich auch ganz oft einfach nur fasziniert von der Mechanik, ja, und macht's Bock. Und dann vergesse ich ganz oft, dass es natürlich auch zur Lore gehört. Weißt du? Dass der natürlich auch weitergeht. Wenn ich jetzt selber spielen würde, kriege ich das auch viel weniger alles mit immer. Genau, das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Okay, ich könnte da auch. Es sind wieder viele Wege. Wie geil, er findet Kampf statt, aber du gehst einfach. Ja, das mag ich auch. Kann man machen. Guck mal, Bode regelt schon. Nee, doch nicht. Bode macht das. Ich muss. Guck mal, ein bisschen Bode. Nee, wir wollen nur ausprobieren, ob Bode eigentlich auch sterben kann. Ah, der war rot. Der war unblockable, oder was? Ich wollte eigentlich jetzt. Komm mal blocken, komm mal her. Nee? Bode, lass mich mal. Ach, Bode, ey. Lass mich mal machen, Bode. Nein, Bode. Jetzt hau mal zu. Ja? Nee? Bode! Ich übe jetzt an dem einen. Ja, gut. Ja, gut, schau. Ich weiß nicht genau, das war nicht das richtige Timing. Vielleicht ging es bei dem auch anders. Eben war es super easy. Ach, du hast diese Parry-Mechanik quasi ausprobiert. Genau, jetzt will ich es mal eben nochmal. Siehst du, das hat so geklappt. BD. Die kann ich einfach so öffnen. Abkürzer freigeschaltet. Mhm. Dann gehen wir da mal einmal. Genau, mal einfach mal für die Orientierung. Wo geht's hier hin zurück? Eigentlich ja, wobei, aber es sieht so aus, als wäre ich dann. Ja, guck mal, ob da so Rillen dran sind. Also, doch, das ist Rillen. Da sind Rillen. Rillig, oder? Ja, das sieht rillig aus. Ich mag das Wort rillig. Oder? Das ist doch ein bekanntes Wort. Jetzt sind wir das hier. Ah, okay, sind wir eben rübergelaufen. Ja, verstehe ich, dann ist da. Ah, okay. Und wir haben einen neuen Mediationspunkt. Ja. Haben wir eben bekommen. Ach, cool, ja. Da bin ich mal gespannt, ob vielleicht kannst du jetzt ja sogar eine dritte Schwertfertigkeit hinzufügen. Oh. Damit ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Noch mehr bockt. Ja, also. Ja, klar. Ja, natürlich. Guck mal, da ist sogar ein Stern, siehst du das? Das zeigt mir da sogar, da ist was möglich. Oh. Du hast. Achso, du hast viele Fähigkeiten, aber wir dürfen uns nur für einen entscheiden. Einen Punkt habe ich. Wir gucken mal jetzt ein bisschen rum, weil wir haben ja gar keinen Plan. Genau, was einfach auch so geht. Genau. Also, Widerstand. Komplett lame. Ja. Also, wir haben drei. Jetzt schnalle ich es auch. Wir haben drei. Nee. Okay, wir haben drei Hauptarten: Überleben, Lichtschwert, Macht. Ist ja logisch. Ja. Lichtschwert ist. Nein. Überleben ist diese Steintafel. Lichtschwert hat sich schon erweitert mit mehreren Seiten sozusagen. Die habe ich noch nicht, noch zerbröselt. Und Macht. Kells maximale Macht erhöht sich. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel noch gar nicht gecheckt. Du die, also offensichtlich konntest du sie ja nicht unlimited nutzen. Ich habe sie, glaube ich, auch fast gar nicht genutzt. Ah ja, okay. Reißender Magnet. Drücke L2. Das klingt schon cool. Gerade wenn man so eine Gruppe an Gegnern hat, die zieht man zu sich her und dann einmal schön L2, das kann man auch gut einnutzen. Das für dich, glaube ich, hätte ich schon Bock drauf. Ja, oder? Das ist, finde ich, gerade der attraktivste Punkt, muss ich sagen. Ja, genau. Also für mich persönlich. Wir können auch einmal bei Lichtschwert gucken. Wir können auch einmal da gucken, stimmt, da haben wir ja. Einmal, dass wir wissen, was später abgeht. Drohender Sturm. Halte Viereck, um rasche Angriffe auf einen Einzelgegner auszuführen. Aber das machst du doch irgendwie eh schon. Talent anzeigen. Verstehe ich den Unterschied nicht ganz. Ja. Aber ich fand diese Puppe gut. Ja, die Puppe, was war das denn bitte? Ich will die. Die Puppe möchte ich mir mal angucken. Fehlt halt jetzt die Strumpfhose. Ja, wirklich. Strudelsprung, das könnte man danach lernen. Und den Doppelorbit. Das sind natürlich Dinge, die man natürlich haben will später. Genauso wie auch den endlosen Hurricane. Die Namen sind ja grandios. Was kann der endlose Hurricane? Guck mal an. Ja, das ist schon. Das macht schon viel Matsche. Sehr nett. Dann gucken wir uns aber auch so was ganz Krasses an. Ja. Mehrfache Reflexion. Oh. Oh, das ist schnell. Das verfickst du. Das gefällt mir sehr. Das war cool, ja. Dann will ich hier aber noch mal gucken. Der Fliegerass. Fliegerass, wie wir es nennen. Ja. Ist aber gar nicht der Main, oder? Doch, ist es. Da geht's da weiter. Das war einfach so ein bisschen wie wenn du in Dark Souls auf Stärke skillst. Einfach so der langsame, krasse. Weil wir sind Jedi. Wir nehmen natürlich hier den reißenden Magnet. Ja. So. Genau, finde ich auch einfach einen coolen Flex. Ja. Uah, kommt her, Party. Das ist doch super. Das finde ich ganz nice, ja. Und dann aufs Maul. Gut.
Der Spitze. Spitze. Mal gucken, was da noch kommt. Spitze. Ich liebe es. Achso, ich könnte mich einmal zur Ruhe setzen. Weil ich habe keine Stimpaks mehr. Zur Ruhe setzen. Genau, weil ich brauche doch Stimpaks. So, jetzt habe ich ja zwei Stimpaks. Sehr schön. Dann ging es hier hoch. Rechts in den Raum rein. Und die geriffelte Wand hoch. Gut. Wir haben Kontakt. Warte mal. Hallo, du wolltest sie herziehen, ja. Ja, war eine schlechte Stelle. Ja, das ist meine Party hier. Nanu, du blockst auch, oder was? Mies. Ja, aber geht. Wir sind ein gutes Team. Das sind wir, in der Tat. Ich habe jetzt magnetische Machtfähigkeiten. Hey, warte, stopp, nein, nicht dadurch. Nein, ich kann es nicht. Weil da ist was Glitzerndes hier rechts. Oh, da glitzert. Walle, danke. Das war viel zu schnell von mir. Was ist da bloß? Schlechter Fund. Prioritklumpen. Ja, natürlich die wichtigen Prioritätsklumpen. Ja. Hast du nur in mich gefahren, dass ich da direkt die Lücke gesucht habe? Ja. Jetzt wird's größer. Okay, das war nicht unser Freund. Vielleicht der erste kleine Miniboss. Ja, ja. Das ist richtig. Rote Ange. Das hat er eben auch. Ah ja. Ja. Die kannst du nicht blocken, alles klar. Die Scanner ist ausgefallen. Ey, der Bode stand da ein bisschen im Weg, muss man sagen. Naja. Wieso hat der jetzt nur so eine kurze Lebensleiste über seinem Kopf, aber so eine lange da oben? Ah, das ist so ein bisschen wie der Schild oder so. Ah, ja. Oder die. Du bist okay. Wie heißt denn das? Bis die Blocken so bricht. Mhm. Ich finde gerade das richtige Wort nicht. Bis man ihn so stunnen kann vielleicht. Ja, genau, sowas vermute ich zumindest. Ah, sehr gut ausgewichen. Ja, okay, da machst du mehr Damage in dem Moment, wo das Ding runter ist. Hat man gerade gesehen, dass ein großer Teil oben vom roten Balken weggegangen. Gib mir einen, bitte. Sie können nicht entkommen. Oh, der sieht schon richtig damaged aus. Nice, und das ja, sieht gut ein auf. Finisher, den ihr zusammen ja, macht. Erstmal, ja, Tag Team. Stark. Ich glaube, stark. Ich freue mich so. Ja, wirklich. Ich sehe keinen Weg nach oben. Was gefunden, Kumpel? Was hat er da? Ein Kletterseil. Ein Kletterseil? Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Ich habe ein Kletterseil gefunden. Kannst du es reparieren? Ah, das Seil ist etwas ausgefranst. Aber nicht kaputt. Bekomme ich schon wieder hin. Hm. Du hast also das Imperium bekämpft auf Kashyyyk. Ja. Einen Kampfläufer gekapert. Und du hast allein ein imperiales Gefangenenlager. Das Level war cool mit dem Kampfläufer. Das war BD. Nur ihr zwei. Und ein paar Freunde. Mhm. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits. Kredits schaden nie, aber ich... Ich habe eine Tochter. Kata. Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Hm. Und die Mutter? Ist gestorben. Hm. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Achte mal auf die Musik, das ist hier alles sogar untermalt. Es werden immer mehr. Mhm. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracca. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Oh, wir haben neues Licht vor unserem BD. Jetzt nicht mehr. Okay, machst du disco-mäßig. Wie alt ist er wohl, der Kerl? Hm, schwer zu sagen. So 28 oder so? Oder älter? Naja, sieht aus wie ein junger Hund. Ja, ne? Kletterkabel hält. Gut, ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Wir haben ein Kletterkabel jetzt. Das ist schon nice. Kann man nichts sagen. Oh, das ist ein richtiger Revolverheld. Ja. Wir können mit dem Terminal die Plakatwand drehen. Ah, ja. Nicht so schwer, oder?
Aber warum braucht man das, frage ich mich. Wer hat das so... Naja, egal. Wofür ist dieses Gebilde? Ja. Ja. Da frage ich mich ganz oft in diesem Universum. Was haben sie sich dabei gedacht? Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern. Kann ich da hin? Kann ich da rennen? Springe. Ach klar. Oh, so. Okay, cool. Pilot für die Republik. Ex-Militär. Das erklärt alles. Hier hat eine Zusammenarbeit mit Cook und List begonnen. Nee, runter, okay. Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde. Ja, guck mal, das Spiel recapt auch nochmal so Kleinigkeiten selber. Guck mal, jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle. Da ging's stimmt. Ah, cool. Ja, ich mag das, wie die ihre Level aufbauen. Das tat gerade total gut. Aber Coruscant ist ja wohl auch in der Zukunft dann alles so von Razer oder so gesponsert, weil ist alles RGB überall. Ja, ja. Richtig so. Ja, oder? Ja. Also schon Westernhagen sagte Walle, Gold findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Verstehst du? Ja, natürlich. Und überall kannst du natürlich eine Werbeanzeige schalten, ist ja klar. Ja, das Lustige ist, hier, wo keiner mehr wohnt, wo die Gentrifizierung alles vernichtet hat, da werden trotzdem noch Werbeplakate aufgehangen. Das lohnt sich doch gar nicht. Selbstverständlich. Wir sind da. Und unsere Zuschauer sind ja auf unserer Schulter, das wissen die. Hey, bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Das sind diese Punkte gewesen. Okay, verstehe. Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Sind wir der Neue? Danke sehr. Ja. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Oh, da sind wir. Weil ich liebe mein Leben. Ich darf mit dir Videospiele spielen. Das ist geil, oder? Das ist mega geil. Ich lieb's auch. Ist ein Zeichen von Kerl? Batista! Batista! Hab grad mit den Zwillingen gerettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Wir sind alle Freunde. Alle Super Buddies. Hey, wir sind Kerl, die Gelben. Wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Caps. Sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Caps. Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator der hat Militärinfos auf seine persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstimmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Ziehen wir es durch, Walle. Das ist jetzt unser Moment. Ich bin gespannt, wie ihr das lösen wollt. Also hier, wir sind alle dabei, ja? Ja. Wir sind jetzt ein Team. Weil ich muss jetzt einmal ein bisschen wieder angucken, weil ich habe gar keinen Überblick gerade. Du hast ein Jetpack. Benutze es. Also hier brennt es. Unterm Schiff brennt es. Also hier ist was los. Ja, das waren ja wohl wir irgendwie. Ja, offensichtlich, aber... Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe schon wieder ein bisschen vergessen, wie das Schiff... Ja, was ist da nochmal passiert? Warum hängt es da jetzt so doof? Ich spule selber nochmal ein Video der VOD zurück. Man darf sich selber nicht so oft hinterfragen, weil einfach immer ganz souverän. Wobei, es heißt doch immer, erforsche deine Gefühle. Erforsche deine Gefühle. Das stimmt. Okay. Wieso lang? Vielleicht solltet ihr beim nächsten Mal auf Physikkraftzettel achten, bevor ihr einen Kampf vom Zaun brecht. Ah, verstehe. Hey, Kerl, wie läuft's bei dir? Gut, danke. Ich genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Jedi-Kraft. Jedi-Kraft? Ich denke, das kriege ich hin. Weil ich... Ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja. Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Jede Kraft. Ich wollte nur einen dummen Spruch machen, aber ich hab's mir Gott sei Dank verklemmt. Ich habe einen kleinen Klemmer eingebaut bei mir. Erster Streben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Geht's jetzt lang? Bin dabei. Kurz, Liz, ihr seid da. Aua, ich laufe hier wieder weg. Hallo? Hallo? Achso, jetzt kann ich mich langhangeln. Ah, cool. Alles klar, Kerl. Seid ihr ziemlich weit runter. Sei vorsichtig. Ja, immer vorsichtig. Natürlich. Carida, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Jetzt geht's da weiter, oder wie? Da. Okay.
fürs Protokoll. Ja, okay, ja, schon gelockert. Da. Ist ja gut, ich mache einen Machtangriff. Fertig. Nicht übel, Herr. Spring rüber, wir ziehen Sie runter. Okay, klar. Ich bin drauf, Caps. Zwillinge, die Yacht. Ah, oh, sowas liebe ich. Und das ist schön gemacht. Mhm. Ja, ich bin auch ganz ruhig gerade, weil die Stelle zieht mich sehr rein. Crew ist in Position, Cal. Bereit, diesen Ramsidianer zu öffnen. Kommst du? Die Crew wartet auf dich, du Trödler. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Wait, meinte er BD? Weil BD hat das ja einfach geöffnet. Hat er. Bin gespannt, ob der Senator was zu essen an Bord der Yacht hat. Batista! Agua! Stolli! Geil. Okay. Ah, oh, guck mal hier, das Fenster gefällt mir. Ein rundes ja, Fenster. Ne? Oh, wow. Geiles Schiff auf jeden Fall. Hammer. Schön. Für eine Yacht immer noch ein bisschen schraddelig so, aber schon eine... Das ist eine gebrauchte Yacht. Mindestjacht. Du hast den 70ern. Ja, genau. Früher schön, aber... Ja, wo geht's denn weiter? Hier? Hier natürlich. In den Keller erstmal. Ah, er ist noch drin, na klar. Erst kurz gucken. Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Ah, cool. Cool, der hat eine neue Friese. Endlich einen Geistestrick anwenden. Drücke 1, um bei Charakteren mit einem Indikator über ihrem Kopf einen Gedankentrick anzuwenden. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Lono. Ja. Er ist doch böse. Entsperre es, dann wirst du belohnt. Ich werde belohnt werden. Ich werde das Terminal entsperren. Siehst du, weil er böse ist. Na wohl, hätte auch anders geklappt. Aber Vertrauen bei so einem Typen klang irgendwie falsch. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte. Kompletter Zombie. Was haben wir da? Weil ist das gut, die roten Punkte? Sie sind überall. Ich glaub nicht. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ah, Utapau. Kennst du? Ja, sag ich euch was zu. Immerhin leben sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden sie wissen, dass die Jedi für sie gekämpft haben. Wie enttäuschend, naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Er hat schon einen coolen Umhang. Ja, aber im Endeffekt ist da wirklich niemand wirklich gefährlich, sondern nur so ein feiger Senator halt. Ein feiger Senator. Der seinen Planeten Utapau vertritt. Und das ist der Planet, auf dem sich am Ende von Episode 3 General Grievous versteckt hat. Ah, okay. Das erkennt man auch daran, dieses Volk, diese Spezies sieht so aus, als wäre sie auf so einem geriffelten Teppich eingeschlafen. Stimmt, ja. Weil deren, stimmt, du hast recht. Weil deren Glatze so lustige Rillen hat. Rillen ziehen sich durch dieses Let's Play. Wahnsinn. Rillige Haut. Rillige... Schätzen Senatoren doch. Rolle. Kooperation?
Operation. Ich rede mal mit dem. Ja. Lasst mich gehen, sonst werden eure Freunde leiden. Halt deinen Mund. Früher oder später finden sie euch hier. Das ist alles ein Probino. Dafür werdet ihr bezahlen, Cal Kestis. Herr Kestis wieder. Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Ah, ja. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Sag mal. Haben wir, was wir brauchen? Ja. Bin gespannt, was Saul als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Batista! Batista! Unka! Jetzt will ich endlich wissen, was Batista ist. Ja, das haben die schon so oft gesagt. Das ist einfach ein geiles Wort. Batista! Vielleicht Dumade oder so. Was dagegen, wenn ich mir mal kurz Sajans Terminal ansehe? Vielleicht hat der Senator ja noch irgendwas, das wir verwenden können. Und mit wir meinst du Schmutz, den du für ein paar Kredits verkaufen kannst? Mhm. Man kann für eine gerechte Sache kämpfen und trotzdem seinen Anteil bekommen. Ja, klar. So ist dieser Krieg nun mal. Nächstes Mal vielleicht. Och, das mach halt. Aber du zahlst das Essen. Und die Zwillinge verhungern gleich. Ah, Batista hungert. Jetzt haben wir direkt Schulden bei ihr. Ja, Wann müssen wir jetzt rausgehen oder was? Weiß nicht, da war eben kurz was aufgeploppt. Hier öffnen, was kannst du da machen? Musst du ein bisschen zurückgehen wieder. Ah, ja. Aber weshalb? Wir sind doch gerade erst reingekommen. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Hm. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Fähigkeiten. Okay. Oh, ganz schöne Frame-Drops. Wir spielen, glaube ich, auch noch vor dem Day-One-Patch. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wurde ich da. Oh, ein... Ein was auch immer. Inquisitor. Jetzt kann ich das Wort endlich aussprechen. Inquisitor. Oh ja. Hat man am Lichtschwert erkannt. Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Ah, okay. Dieser auch Hammer. Kestis! Los, Feuer! Boah, sie ist aber auch ein ganz schöner Brocken. Ja, absolut. Eieiei. Denk, Ferrick, eine Inquisitorin! Ey, danke für die Erklärung nochmal, was eine Inquisitorin oder ein Inquisitor überhaupt bedeutet. Was ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall wichtig, gerade in diesem Spiel zu wissen, ja. Pass auf! Ach. Schon kurz kennengelernt, direkt. Wie war's das? Erforsche deine Gefühle. Hey, wir müssen weg! Der Hass. Kann doch jetzt nicht aus Hass handeln. Er handelt aus Hass. Komm zurück! Hey Mann, beruhig dich. Er wird böse. Wo willst du hin? Komm zurück, Kerl! Oh, damit bleiben wir wohl auf dem Planeten. Oh, und zwar noch tiefer. Aber cool, da wollte ich eh schon immer mal wissen, was da ist. Oh, jetzt. Slippies. Oh, schön. Ich glaube, da darf man nicht rein. Ah ja. Cool. Cool, Matsch. Hier wird also der Müll verarbeitet. Aber so organische Kacke, was ist das? Also wirklich. Das ist die Kanalisation der Zukunft. Ja. Okay. Aber stimmt, das wird da oben auch zu so Briketts verarbeitet oder so. Das müssen wir uns nochmal von hier in Ruhe angucken. Ist schön, das sind Briketts. Vielleicht hat man es in der Zukunft endlich drauf, so nachhaltig zu agieren, dass man wirklich den ganzen Code wieder zu einem Steak machen kann. Oh, das wäre schön. Oder? Ja. Das wünschen wir uns doch alle. Ey, ist aber wirklich interessant. Da unten ist so und da oben. Ich glaube, es ergibt keinen Sinn, aber muss es vielleicht auch nicht. Alles ist vielleicht einfach nur so, so eine Idee. Echt. Erfahren wir aber auch noch mehr, wenn wir uns fortbewegen. Wir müssen zur Mantis. Gabs, die Zwillinge. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Hallo. Ja. Hallo. Ich muss einen Wandsprung machen, oder was? Na, geht auch so. Ich würde sagen. Aber hat mich ganz schön verletzt. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben. Telefon.
Sorry. Wandsprung, das heißt da? Nee, gegen die. Ja, und dann wo. Ah, vielleicht so hin und her und jetzt gegenüber. Ah nee, das geht. Das hätte ich nicht erwartet. Noch geiler. Hier haben wir den. Konzentration. Ja, ich muss sagen, ich habe zwar mir ein kleines Update geholt nochmal, wie war nochmal die Story und so, um euch hier auch alle abzuholen, aber ich habe tatsächlich sehr viel auch gameplaymäßig wieder vergessen. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil mein Gehirn nicht so eine Speicherfähigkeit von über 3 Jahren hat. Das verstehe ich sehr gut. Ja, geht mir aber auch so. 3 Jahre ist es her, ja? Circa, würde ich jetzt sagen. Ich weiß auch. Ja, ich habe es damals tatsächlich auch hier für RBTV, es war eines der ersten Spiele, was ich hier testen durfte. Mit dem guten Sandro habe ich damals den Review-Talk gemacht. Ah, nice. Aber ich glaube, daran lag es auch, weil ich musste es an einem Wochenende durchspielen und das ist dann natürlich wie Bulimie lernen, so alles auf einmal, dann vergisst es auch schnell wieder. Deswegen erinnere ich mich quasi nicht mehr so an jede Fähigkeit, die man, also welche, die man vielleicht schon mal hatte, die kommen jetzt brandneu vor oder so, das kann ich tatsächlich nicht mehr so gut auseinanderhalten. Aber ja, korrigiert da wie immer sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ja. Oder freut euch einfach, dass wir hier sind mit euch. Also auch gerne das. Wenn ihr mich fragt. Ja, auch gerne das. Dieser Weg ist versperrt. Laserschranke. Los, wir kommen später wieder. So, und wir kommen auch gleich zum Ende so langsam von unserer ersten Episode. Vielleicht kann aber es gibt noch einen fetten Fight vielleicht. Das wäre halt schön. Oh, hast du dich aber hier ganz schön vermöbeln lassen. Ja, peinlich. Kannst du jetzt irgendwie auch eine Machtfähigkeit einsetzen? Ich probier's mal aus. Stark. Das hat er jetzt zwar nicht so viel gebracht, aber es war halt cool. Und Jedi, na, die brauchen ab und zu auch einen Style Point. Oh, das ist nice. Wenn man die gegen die Wand ballert, dass sie dann so umfallen. Das mag ich. Mann, der ist. Ja, dann haben wir auch gerade gesehen, die auch einfach in so eine Ecke zu staggern und dann Button-Mashing, das funktioniert auch nicht komplett. Das ist schon ganz cool, dass man da auch ein bisschen gefordert wird. Keine Macht gerade. Ah ja, verstehe. Stimmt, da unten in der Mitte sehen wir sie. Okay, der ist down. Nicht heute. Hacken. Stark. Hack, hack, hack. So, in den nächsten Raum gehen wir noch einmal kurz, Walle. Ja. Und dann gucken wir mal. Oh. Das war im ersten Jahr auch schon so. Das noch, also korrigiert mich gerne, aber ich glaube, das hat noch kein Star Wars Spiel vorher gemacht, das Lichtschwert einfach als Taschenlampe zu verwenden. Wie mega smart ist das denn? Es ist wirklich. Kannst du hier so ein Brikett zerteilen? Ja, geil. Oh. Das ist wie die Kabel, die von den Ecken. Ja, das ist wirklich Hammer. Danke, dass du es nochmal gefragt hast. Das ist wichtig, ja, ja. Das ist zerstörbare Umgebung. Ja, und dafür hier eine kleine Ratte. Das ist auch schön. Oh, die habe ich nicht verpasst. Ja. Im ersten Teil waren ja auch oft so kleine Lebewesen überall. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber das sind ja tatsächlich welche, die wir hier sogar kennen. Das sah mir nach einer normalen Ratte aus. Ja. Also jetzt die habe ich nicht gesehen, aber eben schon mal eine. Wo sind die Space Ratten? Wo sind sie? Halt dich bereit. Space Rats. Jetzt frage ich mich, pass auf. Es gab ja auch schon wieder 2 Wege. Halte R1 und drücke Kreis, um ihn zu verwirren. Verwirren, cool. Verwirren. Hilfe. Und dann, aber dann den hier. Geil. Sie hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Da wurde es ein bisschen gedisst, glaube ich. Ja. Verwirren haben wir. Geht's denn hin? Oh, war ein bisschen spät. Ja, die Dinger kannst du wahrscheinlich. Ach so, nee, so läuft's jetzt. Ich dachte, die kannst du runterholen. Cool. Eieiei, die Areale sind aber auch. Öffnen sich immer weiter. Es wird immer größer. Super nice. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, es ruckelt tatsächlich ein bisschen, aber. Ja, ich habe auch schon echt krasse Frame Drops bemerkt. Und wie gesagt, das ist hier noch die Pre-Release-Version. Ich frag mich, was sie da noch im Day-One-Patch hinkriegen. Hallo, Stimpak. Ey, wir sind es ja heutzutage gewohnt, dass moderne Games nach 3 Monaten nach Release dann langsam fertig sind. Ja, klar. Ja, jetzt war es aber auch gleich mit mir, weil ich einfach gelabert habe und überhaupt gerade nichts Sinniges tue. Ja, aber du kriegst das hin. Ja, klar.
Grundsätzlich mache ich mir da auch gar keine Gedanken. Oh, 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 oh. Boah, nice. Geblockt. Oh, ich habe selten Skilligeres von dir gesehen. Du solltest dann ein Format namens Skillerin teilnehmen, maybe. Oder? Guck dir das an. Wie der Mann hier doch noch aufgehört hat. Das hätte niemand mit so wenig Leben hat er es noch umgerissen. Oder? Ja. Das erwarten die Leute auch hier. Komm, lass uns hier nicht mehr reingehen. Nee, lass uns hier gerade machen. Cliffhanger, ne? Ja, Cliffhanger. Oh, warte. Irgendjemand schießt noch auf mich. Moment, der muss... Oh! Oh, jetzt explodiert er gleich. Hallo, der macht sich gleich kaputt. Schnell weg. Ah, gut. Hätte ich nicht mehr bekommen. Puh. Gut. Das war aber nur mal spannend am Ende, oh, mein lieber Kobi. Herrlich, ja. Ey, was ein geiles Game bisher. Also, wie das angefangen hat. Ultra, ultra schön. Mich holt diese Ära nach der Prequel-Trilogie und vor der alten Trilogie wirklich sehr, sehr ab. Ist irgendwie eine coole Zeit, so dieses... Das Imperium steigt da ja gerade immer weiter auf noch. Und da hat man noch nicht so super viele Einblicke bekommen, natürlich in vielen kleinen Serien und so. Und was ich wirklich mag, ist, dass sie sich aber auch bedienen an nicht nur den Filmen oder den Spielen, sondern eben auch so Animationsserien wie Bad Batch, wie Rebels und so. Diese Holocrons aus dem letzten Teil waren zum Beispiel aus Rebels. Also aus allen, wenn man richtig krasser Star Wars-Fan ist, wird man hier auf jeden Fall belohnt, weil sozusagen man von allem ein bisschen sieht und ja, das ganze Wissen, was man irgendwo gesammelt hat, kommt hier tatsächlich wieder vor und spielt eine Rolle. Wie wunderbar. Ich kann einfach nur wie so ein NPC nicken, weil ich absolut nicht mitreden kann, aber ich freue mich so, dass du das einfach gerade so reingibst als Nerd von Star Wars, sage ich mal. Das freut mich. Mega. Genau, ich bin quasi für die Story vor allem hier und du für das Gameplay. Ja, und die Rollenverteilung ergänzt wird's auch absolut fantastisch. Perfekt gelöst. Ja, Leute, schreibt's in die Kommentare, wie ihr den Teil bisher findet und ob ihr euch auf mehr freut. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Aber davon gehe ich aus. Ich sag schon mal tschüss, einen schönen Tag noch, dir auch natürlich. Ich sage auch tschüss, Valentin Herre, mein Name. Und möge die Macht mit euch sein. Liebe Leute, die Person neben mir hat gewechselt und das liegt daran, weil diese Marke Star Wars, das Franchise, ist einfach viel zu beliebt. Jeder möchte hier mal zocken und ich bin hier nur der Lore-Typ. Ich werde das ganze Let's Play, aber das Privileg, mit euch hier sitzen zu dürfen und dieses Spiel mir anschauen zu dürfen. Und es wird immer mal wieder jemand anders am Pad sein. Das finde ich eigentlich ganz geil. Heute der liebe Steffen. Hallo. Hallo. Steffen. Guten Tag. Ich finde das schön. Mann, was ist denn dein Lieblingslichtschwert? Du meinst Farbe, Griff und Art. Also ich finde Farbe lila halt geil, weil die hatte eigentlich nur einer und zwar Windu. Ja. Das macht's einfach special, deswegen will ich das auch. Aber ist das wirklich Kanon? Ich weiß nur, dass weil Samuel L. Jackson wollte unbedingt lila Lichtschwert. Ja, sowas habe ich auch mal gehört. Deswegen haben sie bekommen, oder? Ja, genau. Sonst hatte das ja wirklich keiner. In Spielen, glaube ich, hatten das mal Leute. Ja, in Spielen konntest du es machen. Da kannst du eh alle Farben machen. Das ist stimmt, es gab auch noch kein RGB-Lichtschwert, weißt du, was so regenbogenmäßig so durchwechselt. Der RGB-Jedi, oh Gott. Eieiei. Ja, und du Griffe, da fragst mich was. Das ist ja wie, als müsste ich jetzt jeden Zauberstab, den es bei Harry Potter gibt, benennen können. Das kann ich nicht. Also, wie heißen diese Griffe? Das sagt mein Lieblingsgriff. Der ist so vorne rund. Er ist sehr altmodisch. Ja. Ich kenne ihn nur von Jedi Academy. Ja. Der ist so vorne rund und so ein bisschen länglich. Ah ja, genau der. Ah ja, das ist ein toller Griff. Ihr wisst, was ich meine. Nee, welchen ich nicht wirklich cool finde, ist der von Dooku, weil der hat ja so ein leicht gebogen. Ach so, ja. Nee, und nee, gebogen finde ich kacke. Ja? Das sieht für mich aus nach Banane, da habe ich keine Lust drauf. Ich hab's einfach nur hinten gebogen. Ist nicht komplett bananig. Egal, schreibt euer Lieblingslichtschwert gerne in die Kommentare. Lasst uns am besten keine Zeit mehr verlieren, denn die ist natürlich auch begrenzt und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja. Falls ihr jetzt auch irgendwie länger nicht geguckt habt oder erst bei Folge 2 einschaltet, fasse ich es gerne zusammen und vor allem natürlich für dich, denn du hast den Anfang jetzt ja gar nicht gesehen. Wir befinden uns hier, oder guck dich mal kurz um, wo würdest du sagen? Sind wir in einer Fleischfabrik, Konservendosenfabrik oder so? Das wussten Krogi und ich auch nicht so ganz genau. Es ist so... Es wirkt so ein bisschen, als seien wir hier in der Kanalisation und als würde das dann wieder zu Essensdinger weiterverarbeitet. Es wirkt ziemlich widerlich, wo wir hier sind. Aber welcher Planet ist das? Wo sind wir hier? Das ist mit Sicherheit Coruscant, oder? Stark! Das ist tatsächlich richtig. Und zwar ist das Coole... Ich hab's im Vorbild gesehen. Ach so, okay. Aber man hätte es erkennen können vielleicht. Wobei es halt eine Stelle ist, wo wir noch nie waren in Coruscant. Und zwar kennst du ja, wenn man auf dem Planeten zufliegt, ist ja alles so, wo keine Hochhäuser stehen, quasi so... Der Boden ist aus Metall und man wusste nie so richtig, was ist unter diesem Boden? Wie tief geht eigentlich dieses Gebilde? Ja.
Und da sind wir gerade. Wir sind quasi in den Slums von Coruscant. Und vielleicht siehst du später auch noch diese Decke von unten. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Die haben wirklich schöne Setpieces hier erschaffen. Was ist storymäßig passiert? Cal Kestis, du hast ja den ersten Teil auch gespielt. Ja. Was am Ende passiert ist, falls ich jetzt nicht nochmal zusammen gucke, dafür Folge 1. Aber was jetzt in diesem Let's Play in Folge 1 passiert ist, ist, dass wir ja so ein bisschen als Spieler auch in die Irre geführt wurden. Wir wurden verhaftet, so ging das Spiel los. Wir kamen von so einer kleinen Söldnergruppe, wurden wir einem Senator übergeben, der natürlich jetzt dem Imperium huldig ist. Und das war aber alles ein ausgeklügelter Plan. Denn wir wollen eigentlich irgendwas diesem Senator klauen. Was habe ich tatsächlich schon wieder vergessen? Das werden wir bestimmt gleich erfahren. Okay. Und haben das auch geschafft, haben den jetzt gefangen genommen, haben so eine kleine Crew an Söldnern. Und ich weiß noch nicht, warum wir immer noch auf diesem Planeten sind. Eigentlich haben wir sein Raumschiff gekapert, aber dann kam ein großer Angriff und nun sind wir hier. Schauen wir direkt, wie es weitergeht. Entkommen aus der Unterstadt Fleischfabrik. Also wir haben Fleischfabrik ist richtig. Schlecht, genau. Gut, dass du lesen kannst. Das hilft. Wir müssen... Dahin ist das Ziel, nehme ich an, ne? Das müssen runter. Ne, da sind wir. Da sind wir... Ja, wir müssen nach oben. Das Goldene könnte das Ziel sein, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt, das hier hinten, ne? Was, ja. Was steht da, wenn du drüber fährst? Hauptziel, ja. Okay. Also müssen wir irgendwie nach oben. Das ist eine gute Frage, es ist noch nicht direkt verbunden. Oder hier hinten lang. Ja, da hinten lang, glaube ich. Das heißt, hinter uns und dann da irgendwo. Genau. Ich möchte mich kurz outen als jemand, der dieses Spiel normalerweise nicht auf Konsole spielt. Ich bin ein typischer PC-Gamer. Ja, Dito. Und dementsprechend habe ich den ersten Teil auch nur auf dem... Ah, cool, das ist ein Fetterhaken. Auf dem PC gespielt, aber mit Xbox-Gamepad zumindest. Aber ihr seht schon, ich stelle mich wahrscheinlich nicht sonderlich gut an damit. Wieso kann ich jetzt hier nicht hoch? Ich glaube, also Kobi hat dann noch mal so ein paar Sprünge hinten dran gehangen. Irgendwie kannst du dich dann, wenn du jetzt noch mal springen, genau. Ja. Ah, und natürlich mein Lieblings-Lichtschwert A, das ist natürlich das Doppelschwert. Das ist auf jeden Fall auch extrem fett. Ah, fall nicht runter. Danke. Ist aber, haben auch erst die Spiele im Prinzip so richtig in das Universum gebracht, dass das auch Jedi führen, weil eigentlich kannte man vorher tatsächlich nur Darth Maul, der das mal benutzt hat. Das stimmt, ja. Komm her. Okay, das sieht schon mal ganz gut. Das war schon mal top. Ja, also so ein paar Droiden hier ist ja kein Problem. Soll ich dann vielleicht mal Musik anmachen? Musik anmachen? Also hier, Kopfhörer auf. Gute Idee, habe ich auch vergessen. Weil jetzt sind wir viel mehr drin. Jetzt wird's wieder immersiv, Leute. Ja toll, nicht damit gesagt, gegen den kämpfen oder was? Ach, witzig, den hat Krogi schon fertig gemacht, aber weil wir neu geladen haben, ist der jetzt auch wieder am Stissel. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach, weil wir uns als Bonfire gesetzt haben. Das kann sein, ja. Ja, der kann doch nichts. Guck mal. Ich merke auch gerade, in welcher Luxusposition ich mich hier befinde, weil ich kann natürlich jetzt immer die Spielstile meiner Buddies hier bewerten. Und ich mag den Krogi persönlich sehr gerne, aber ich muss sagen, Google stellt sich gegen den um einiges besser. Echt? An. Ja. Das macht er wirklich noch nicht super viel. Nein, das ist sehr vergleichbar. Ich mache mich nur lustig. Komm. Was? Ja. Aue. Mehr. Oh, okay, wenn der rot leuchtet, musst du Kreis drücken. Das kannst du nur dodgen, aber nicht blocken. Ja, okay. Yeah, yeah. Stark. Aus dem Maul! Nicht heute. Diese Tür da, die zittert nice. Da links ist Krogi schon lang gegangen. Geht er auch gerne weiter, aber ich will kurz wissen, kannst du was in dieser Tür, kannst du da interagieren? Nee, sieht nicht so aus. Was ist dein Geld? Ich sag, da ist ein Rancor. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Der kommt wahrscheinlich später auch raus, wenn wir hier nochmal lang müssen. Ich auch. Und pass auf, du kannst das Fleisch hier zerschneiden. Echt? Mach mal. Ha, ist das, das cool, oder ist das cool? Das ist mega cool. Hier durch? Oh. Aber warte, hier war irgendwo was. Warte. Ja, da ist noch was, ne? Etwas geleuchtet. Oh ja, genau. R3. Macht es Sens. Oh, das kann sein, dass... Ah ja, guck mal, hat man unten gesehen. Genau richtig. Die hat sich jetzt automatisch erhöht. Das kann man ja auch im Skill-Menü, aber das war offensichtlich ein Gratis-Buff sozusagen. Das war nett. Das ist cool, ja. Ja, was geht jetzt hier? Hallo. Scout Trooper. Halte R1 und drücke R1 und okay, alles klar. Ich versuch's. R1, zack. Ich bin nicht der. Das hätte ich gegen die jetzt überhaupt nicht gebraucht, aber okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so benutze. R1 und. Nee, das ist okay. Überall Truppler.
Ah, okay, sind nochmal Präzisionsausweichen, verlangsamen. Reißender Magnet. Oh, das ist auch sehr gut, okay. Das ist wirklich ein cooles Ding, das hat Krogi schon geskillt. R2, R3. Es gab auch irgendwie, hatte ich vorhin zumindest kurz, dass ich das Lichtschwert so kreisen lassen konnte. War das Viereck? Dreieck war es, okay. Oh, das ist sehr, sehr geil. Auch sehr hilfreich. So. Genau, hier hast du jetzt so einen Enterhaken. Das war L2, ne? Ja. Genau. Ah, ich geh nochmal nicht unbedingt runter. Geil, du kannst einfach dich da so durchschleichen. Krogi hat gegen all die gekämpft. Krogi ist halt einfach ein Typ, der einfach auf die Fresse hauen will. Aber hier wird es jetzt schwierig. Aber du kannst Stealth, ne, doch nicht? Ach, Stealth. Komm her. Oh, komm her. Oh, das sieht alles so grazil aus. Au! Frechheit. Wenn sich irgendjemand jemals fragen sollte, was man mir zum Geburtstag schenken könnte, schenkt mir so eine originale Scout-Trooper-Rüstung. Oh, die ist ganz cool, ne? Das stimmt. Ja, ich liebe die. Ich weiß dann nicht, was ich dann damit mache. Gehe ich damit einkaufen? Scout-Troopen halt, was so Scout-Trooper halt so machen, ne? Ja, also das Volk unterdrücken, was das Imperium halt so macht. Hallo. Oh, du kannst mit Steuerkreuz nach rechts sich heilen. Nach oben, ja. Oder oben. Ich wollte nur kurz. Komm schon! So, läuft auch. Du wolltest es mal ausprobieren, wie das mit dem Schüsselblocken. Ja, genau, richtig. Das wollte ich mal austesten. Das macht Sinn. So, hacken. Ich habe auch keine Lebensenergie mehr gerade, also keine Heilung mehr. Ja. Das ist natürlich so Medium. Genau, ab jetzt sehe ich auch Neues. Hier haben wir quasi aufgehört. Ah, so ganz richtig. Oh, wir hätten hier noch nicht aufhören sollen, weil hier wäre nämlich direkt der nächste Checkpunkt gewesen. Machen wir eine Pause. Aber wer hätte das ahnen können? Machen wir eine Pause, sagt er. Sehr schön. Kann ich irgendwas tun? Ich habe 0 Punkte zur Verfügung. Du hast leider 0 Punkte, genau. Gucken wir beim nächsten Mal wieder rein. Aber und weiter geht's. Sollte jetzt eigentlich mal eine Heilung da haben? Achso, nee, dafür musst du nochmal auf Meditieren drücken, Ausruhen drücken. Ah, okay, das kann. Genau. Jetzt haben wir es doch wieder. Jetzt. Ich habe das Gefühl, wir brauchen Lebenspunkte gleich. Ja, das glaube ich auch. Sicherlich kommt jetzt eine Art Bossfight oder sowas. Einen hatten wir schon, aber das war auch nur der Teaser eines Bosses. Langsam wird es Zeit für so einen richtigen. Und wir sind auch schon dem ersten Inquisitor begegnet, beziehungsweise Inquisitorin, der Ninth Sister. Ah ja, die kennen wir ja schon. Auf dem ersten Teil, ne? Ja. Hallo. Ich finde diese Folter- und Scout-Roboter einfach zu lustig. Die sind zu geil, ne? Aber die reden hier so wenig. Die machen doch sonst immer... Ja, stimmt. Oh, okay. Das ist das Schiff vom Senator. Ah, okay. Da waren wir sogar schon drin. Und das ist unser Kumpel Bode. Okay, Bode. Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Ja, ein Söldnerkumpel, den wir auf unseren Wegen getroffen haben, der ein bisschen Credits für seine Tochter, die er selten sieht, verdienen möchte. Wo muss ich hin? Achso. Ich hätte es jetzt auch nicht sagen können, aber das ist es schon. Guten Tag. Cool. Nicht das Lichtschwert kaputt machen. Aber jetzt kommt der Boss, oder? Ich meine, jetzt sind wir hier schon in so einer kleinen Arena. Ja, das ist wirklich eine typische Arena. Aber Hot Take, ich fand den uncooleren Cal Kestis deutlich besser als den jetzt. Du meinst ja ohne 3-Tage-Bart. Ja, was? Der sieht mir zu cool aus. Ja, der ist schon sehr cool geworden, muss man sagen. Da ist sie, die Nine Sister. Warum lispelt die? Ah, weiß ich nicht. Würde sie nicht lispeln, hätte sie es vielleicht zu den Jedi geschafft. Nee, sie war ja tatsächlich Jedi. Ach, das war nicht dumm von mir. Gib ich zu. Der blöde Darth Vader hat sie akquiriert. Warum treffe ich denn nicht mit dem Ding? Hey, egal. Uiuiui. Ja, okay. Ich vergesse mal, mit welcher Taste ich blocke. Oh Gott. Ich kann es ja auch nicht sagen. L1? Das ist L1, ja. Oh, okay, da muss ich ausweichen, ich hab's verstanden.
Brauchen Stim. Ja. Ach, komm schon. Nur ein Kratzer. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Na, komm her. Okay. Beeindruckend. Danke, aber danke. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Was macht die denn? Ja, ich glaube, du hast sie verwirrt, oder? Also mit diesem Jedi-Geister-Verwirrung. Nee, ich kann sie auch einfach nicht treffen gerade, aber jetzt okay. Ja, komm jetzt her. Sie hat sehr angestrengt nachgedacht. Anscheinend. Nicht mit mir! Na komm. Das wird jetzt nicht. Oh, oh, oh. Oh, ja, natürlich. Das ist ja fies. Der Helikopter. Genug! Ja, da hat die Wissenschaftsabteilung vom Imperium gute Arbeit geleistet, weil diese Lichtschwerter der Inquisitoren können sich ja so drehen wie ein Propeller, wie wir gerade gesehen haben. Was absolut. Ich finde das super quatschig. Es tut mir leid, aber ich finde das super mir quatschig. Mir ist auch ein bisschen zu quatschig. Weil wozu dann noch die Macht, wenn die Technologie alles löst? Wie könnten wir ein Doppellichtschwert noch cooler machen? Es könnte sich drehen wie ein Beyblade. Das wird ein harter Kampf hier, ey, muss ich sagen. Ja, das sieht auf jeden Fall auch nicht ganz leicht aus. Aber ich finde, du stellst dich gut an. Noch hast du die Oberhand. Oh, jetzt hast du die Zeit verlangsamt. Sehr gut. Ich habe einfach mal was gedrückt. Uiuiui. Komm mal, komm. Ich habe leider keine Stimpack mehr. Uiuiui. Nein, lass mich in Ruhe, danke. Ich muss öfter blocken, habe ich das Gefühl. Oh, shit. Oh, Alter, die Attacken sind echt hart. Lass mich doch in Ruhe! Ich hol mir deinen Kopf! Oh, jetzt haben wir die zwei Laserschwert. Yes! Nice! Zwei Schwerter kannst du erhalten. Ich habe immer noch zu wenig Lebenspunkte. Aber das kriegst du noch hin, easy. Ich hab Angst ein bisschen vor der. Ja, verständlich. Stamm aus Maul! Wollen wir das Ganze ein bisschen. Oh, Litz! Das war knapp. Nein, lass mich in Ruhe, komm her. Nein! Oh, hallo! Nein! Ah. Autsch! Was hat der getan? Ist was. Aber der Meditations-Bonfeuer-Kreis war ja kurz davor. Ja. Also. Ich hoffe, ich muss die ganze Story Entschuldigung? Du musst, glaube ich, nur hier rechts rausgehen. Okay, tschüss. Ich. Oder? Warte mal. Nee. Aha. Sollte man diesen Kampf verlieren? Das ist eine gute Frage. Kämpfen wahrscheinlich mal gegen den Boy, oder? Das war einfach. Hä? Vielleicht ist der Weg einfach nur dahin jetzt anders, weil das Raumschiff schon abgestürzt ist. Ja, wahrscheinlich. Und die uns irgendwie in die Arena bringen müssen. Ah ja, da müssen wir wahrscheinlich lang, oder? Das sieht wieder aus, als wäre ein Schutzschild. Ah, nee, doch nicht, das ist im Hintergrund. Ja, genau, hier geht's weiter. I'm back! Okay, cool. Da sind ist das hier? Seelen, glaube ich. Hast du schon gesehen? Ja. Ja, natürlich! Ich weiß gar nicht, wie das Spiel das nennt. Natürlich nicht Seelen. Ich glaube, Machtessenz dann vielleicht. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja. Machtsplitter, Macht irgendwas, ja. Es ist ein bisschen Sekiro-Kampfstil, also man sollte auf jeden Fall schauen, dass man blockt. Ja, das soll wohl so ein bisschen aus der Dingens zu bringen und zu versauen. Genau. Außer halt, wenn sie rot leuchtet, aber ja, in dem Teil soll parieren eine größere Rolle spielen und die Zeitfenster sind, glaube ich, auch bei den verschiedenen Schwertstilen dann andere. Okay. So, ja, wir haben es gesehen. Das hasse ich ja, wenn bei solchen Bosskämpfen sich die Story-Sequenzen immer wieder wiederholen. Ja, ja. Springen? Nee. Doch. Doch. Es gibt wirklich nichts Nerviges, bin ich komplett bei dir.
Was ist das wieder, was ich nicht verstehe? Aber ich kann sie so nicht treffen, das ist halt super ätzend. Also was soll ich machen? Ja, ich check auch nicht. Ich kann sie ein bisschen mit Macht behaken, aber ansonsten... Sieht aus, als würde sie telefonieren. Ich glaube, sie channelt jetzt ihre innere Energie. Ja, oder... Und macht dann das hier, aber ich kann mich dagegen irgendwie nicht so richtig wehren. Ah, immerhin hattest du noch ein Zeitfenster zum Ausweichen. Oh, shit. Oh. Ah. Und gleich nochmal. Die ist echt hart, ey. Komm her, komm her, komm her. Boah. Vor allem, wenn man einmal in so einer Attacke drin ist, kommt man ja nicht wieder raus so einfach. Ja, natürlich. Ich bin du hast tot. Dein L3-R3-Ding aufgeladen. Oh, stimmt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das ist die Zeit. Ah, guck mal, ich treffe sie gar nicht. Ja, das war auch ein schlechter Zeitpunkt, weil ich glaube, immer wenn sie so blau leuchtet, ja, dann ist irgendwie... Ich weiß nicht, was sie denn macht. Auf jeden Fall kannst du da nichts machen. Das ist gemein. Das finde ich auch ein bisschen weird, weil, dass ich sie noch nicht mal treffen kann, dass sogar das Schwert durch sie durchgeht. Das finde ich ein bisschen doof. Das finde ich auch ein bisschen doof. Ich fände es okay, wenn... Oh, au! Krasser Finisher. Ich fände es okay, wenn man dann sagt, sie verschwindet irgendwie oder macht irgendwas, sodass man aber nicht rankommt, weißt du? Aber wenn ich jemand neben der stehe und die schlage und durch sie durchschlage, ist das irgendwie ein bisschen... Naja, egal. Naja, wobei, obviously, sie macht irgendwas. Ja, richtig, mit Macht. So, komm her, jetzt habe ich dich besser, hoffentlich. Ich vergesse es mit den Blocken einfach immer, komm her. Ja, in diese ganzen Parry-Timings muss man ja auch erstmal reinkommen, immer. Ja. Man muss einfach mehrfach blocken und nicht nur einmal. Ah ja, okay. Das ist sehr gut ausgewichen. Ja. Komm. Okay. Noch mal kurz. Ja, Ausweichen ist eine sehr mächtige Waffe. Also immer wenn sie rot leuchtet auf jeden Fall. So, jetzt kommt wieder ihr Mind-Trick oder was sie da macht. So, ich bleib einfach mal hier stehen. Was? Ja, ja, genau. Beobachte sie mal. Okay, sie greift mich. Okay. Dann blocke ich hier einfach mal. Dann macht sie wieder das. Was soll das? Ja, soll sie mich ergreifen. Also bringt ihr ja nichts, wenn ich die ganze Zeit blocke. Ja. Wenn es einfach so ein Mind-Shield oder sowas hier hat, keine Ahnung. Hm. Oh shit. Ja, okay, weg. So, komm her. Na komm. Nein. Okay. Nein. Okay. Oh komm, ich hatte sie auch gerade unten. Ja, halt die Fresse. Ich bin immer so im Trash-Talk mit Bossgegnern. Ich hoffe, es stört dich nicht. Ich finde das super, weil die tun das Gleiche ja auch. Ja, eben. Und ich muss sagen, das nervt mich manchmal auch beim nächsten Mal, wenn sie dann immer ihre gleichen Low-Sprüche bringen. Ja. Ich würde sagen, so der häufigste Spruch, den bestimmt jeder Boss schon mal gesagt hat, ist... Sowas wie, machst du schon schlapp? Jetzt gehörst du mir. Jetzt hab ich dich. Ah, ich hab hier zu falsche... Worauf wartest du auch ganz nach vorne? Falsche blöder Zeitpunkt für meinen Special, egal. Ah, shit. Komm her. Ja, mach halt. Boah. Komm her. Vielleicht solltest du lieber fliehen. Boah. Ja, ich hau ab. Na komm, na komm, na komm. Oh, jetzt macht's wieder das. Also das ist wirklich der loweste Move. Ja, der ist wirklich super lame. Sie sagt die ganze Zeit vor allem, komm schon und so und versteckt sich da selber. Ich habe hier noch einen anderen Move, kann das sein? Nee, doch nicht. Mal kurz abgelenkt. Ja, aber dieser Versuch ist sehr stabil. Das stimmt. Soll ich noch mal? Nein. Nein, nein, kleine Ratte. Oh, schön. So, jetzt kommt wieder hier Doppelschwertkampf jetzt. Mhm. Ich glaube, jetzt habe ich sie. Jetzt weiß ich, wie es geht. Auch, ja. Einigermaßen. Na komm. Ja, sie ist fast dead. Denkst du, das wird dich retten? Ja. Komm. Hau mich. Nicht so. Ah, okay. Kommst dann auf mich. Schön. Nice.
Ja, war ich wieder ein bisschen zu übermütig? Mhm. Nein! So close! Fuck it. Ah, du hattest die Du sagst Bescheid, wenn du übernehmen möchtest, ne? Beziehungsweise sag auch gerne Bescheid, wenn du mal abgeben möchtest. Also eins versuche ich noch. Ja, sehr gerne. Einen versuche ich noch. Muss doch machbar sein. Ich glaube auch. Das war jetzt ja wirklich sehr, sehr close. So. Ich meine, man muss auch sagen, fairerweise, du hast jetzt ja auch einen schwierigeren Start tatsächlich, weil man groovt sich ja auch natürlich in den zwei Stunden, die Krogi schon gespielt hat, dann auch erstmal ein. Und das machst du jetzt direkt in den Bosskampf quasi. Ja, das ist ein gutes Training, finde ich. Das ist auch eine gute Möglichkeit reinzufinden. Ja, true. Um mal gleich hier ordentlich zu trainieren. Ja. Aber gleich blocken, guck mal. Dann kann ich mich gleich schön blocken trainieren. Komm her. Ja, normal, komm. Das haut er mit. Oh, schön. Ja, das ist, glaube ich, immer gut, wenn man diese Leiste über ihrem Kopf weg hat. Dann macht man richtig Damage auf dem roten Balken. Oh, sehr schön. Ah, nice. Oh, shit. Okay. Diesen roten Angriffen auszuweichen ist nicht so einfach. Mhm. Aber da kommst du jetzt immer schneller hin. Rechenbar. Jetzt kommt wieder ihr. Ich mache hier meine coole Telefon-Animation. Die Telefonnummer, ey. Weißt du, danach schlägt sie einfach. Ja, ist lächerlich. Ja, man muss aber auch fairerweise sagen, diese Inquisitoren, das ist ein absoluter peinlicher Verein einfach. Das stimmt, ja. Kann man nicht anders sagen. Das sind wirklich uncoole Leute, muss man sagen. Also, weißt du, die Sith, die haben ja noch Stil. Ja. Aber das sind nur so... Schreibe ich mal kurz hier jetzt aber. Unerfolgreiche Lichtschwerträger. Ja, aber wer sich fragt, was ist denn die neunte Schwester eigentlich für ein blöder Name? Die Gute hat natürlich auch noch einen bürgerlichen Namen. Sie heißt Massana Tide. Das ist besser als die neunte Schwester. Ja, finde ich auch. Komm, schlag nochmal. Ich weiß, ich kann dich nicht schlagen. So. Schön. Oh, dick. So gut standst du noch nie da. Du hast noch eine Heilzelle dabei und gerade gutes Leben. Sehr gut. Na komm. Ich bin dran. Okay. Das war jetzt gut eingesetzt. Nee, ich kann sie immer nicht schlagen. Achso, jetzt. Aber sie im scheiß Sprung war wahrscheinlich. Oh, natürlich. Du hast doch nichts mehr. Naja. Ihren Triple-Dingens. Halte, um die meisten Angriffe einschließlich Projektiere automatisch zu parieren. Okay. Okay. Das ist eine ziemliche OP-Taste. Ah, okay, krass. Du hast da was. Ja. Du müsstest tot sein. Du bist ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Jetzt schau dich an. Was ist aus dir geworden? Nur noch in Telefonkonferenz. Dein Name lautete Massana Tai. Sag ich doch. Ja, wer hat jetzt wen wütend gemacht, hä? Sehr stark, wenn wir sie jetzt zurückbekehren könnten. Ja. Erforsche deine Gefühle. Es ist Zeit, dich zu befreien. Wir alle wissen, dass Wut nur zu einem führt. Zum Tod. Oder Frame Drops. Ja. Mir geht's gut. Okay, interessant. Räumt das Spiel direkt am Anfang mit seinen alten Gegnern quasi auf. Das finde ich schade. Findest du doof? Also,
ich fand die eh nicht so interessant, die neunte Schwester, schon im ersten Teil nicht. Die war auch nicht, ich finde die auch nicht gruselig. Ich finde die auch nicht, nee. Also ja, die war stark im Kampf, so ist es ja nicht. Aber dieses Lichtschwert, ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Es tut mir leid, es sieht für mich einfach wie ein Spielzeug aus. Ja, ich bin ein bisschen bei dir, es ist ein bisschen drüber. Allerdings habe ich auch lange so diese ganzen kleineren Serien so kritisiert. Und dann habe ich Rebels zum Beispiel mal komplett geguckt. Und das ist zwar auch eine Kinderserie, aber am Ende fand ich sie irgendwie trotzdem cool. Sie funktioniert halt. Und in dieser Serie werden ja die ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Inquisitoren. Inquisitoren, ich danke dir. Da werden sie ja eigentlich so richtig erst beleuchtet. Viele werden da gezeigt. Aber das fand ich auch das Dürfste an der Serie, muss ich tatsächlich sagen. Oh nein, hier steckt ein Gong-Droid fest. Geil, du weißt, wie man wie der heißt? Ja. Das sagt immer Gong Gong. Ach stimmt. Hier sagt er tatsächlich. Aber ist das Lord-mäßig korrekt? Ich glaube, der heißt wirklich so. Das ist ja geil. Ich glaube, der heißt so. Die Leute in den Kommentaren werden mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Ich habe jetzt einfach mal, ne, nur damit du dem nächsten Spieler das dann übertragen kannst, jetzt einfach mal zwei Schwerter und Doppelklinge gewählt. Also ist einfach schwer, das wollen wir gar nicht mehr haben. Nee, Quatsch. Das ist ja auch Quatsch, ne? Also damit, womit wir ihn hier. Und wir können so eine Fähigkeit wählen, glaube ich. Wir haben hier so einen Punkt. Wir haben einen Punkt, geil, genau. Du kannst jetzt in diesen drei Kategorien entscheiden. Ich komme mal kurz bei was über dem Leben. Ja, maximales Leben ist immer hilfreich, oder? Also ist aber auch das Lämste. Ist auch das Lämste, aber es ist halt auch immer hilfreich. Was haben wir hier noch? Gelähmter Geist verlängert die Zeit, in der Gegner angreifen, wenn sie verwirrt sind. Mäh. Radialschub. Drücke R2, um Schub einen weiteren Bereich umzusetzen. Das Mehrregner ins Wanken geraten. Das ist auch nicht schlecht. Klingt aber irgendwie kompliziert einzusetzen. Stimmt. Also so im Eifer des Gefechts vergesse ich dann manchmal solche Doppeltastenbelegungssachen und so. Und dann nutze ich die immer nicht so. Das ist so ein bisschen wie in einem Rollenspiel das Äquivalent. Du hast 999 Tränke dabei und trinkst keinen einzigen davon, weil du sie entweder nicht brauchst oder einfach auch vergessen hast, wie man die einsetzt. So, so geht's mir meistens. Wollen wir vielleicht, wir können auch hier in Doppelschwert oder in zwei Schwerter investieren. Wir haben einmal hier Abstandshieb, halte L1 gedrückt und dann Viereck, um anzugreifen und nach hinten zu springen. Oder halte Viereck gedrückt, um rasche Angriffe um einen Einzelgegner durchzuführen. Oh, ich finde das bei den zwei Schwertern, das klingt schon cool. Das ist so der Kampfstil, den Ahsoka Tano auch viel gemacht hat. Viel agil rumspringen, Rückwärtssaltos. Wenn Jedis Rückwärtssaltos machen, mach ein Rückwärtshaltung, macht er nicht schade. Ja, macht nur so einen Hüpfer. Trotzdem cool. So einen Rückwärtshüpfer. Ja, weil so kannst du halt einen aus der Menge kurz schnetzeln, dann bist du aber auch direkt wieder weg und bist nicht in Gefahr. Das wirkt ganz powerful. Das stimmt. Ich probiere das gleich mal. Was war das? L1 und... Oh ja. Ja, das hat doch was. Funktioniert auch ganz gut. So. Ich muss sagen, in dem Moment, wo Star Wars eingeführt hat, dass man ja auch mehrere Lichtschwerter haben könnte, macht es keinen Sinn mehr, warum man nur eins haben sollte. Also so... Warum sind eigentlich alle Jedi immer nur mit einem unterwegs? Ich glaube, das ist auch so ein Poser-Ding, weißt du? Alle Jedi, die nur ein Lichtschwert haben, die sagen sich so, ach, ich brauche diesen neumodischen Schnickschnack nicht. Ja, stimmt. Ne? Doppelschwert, zwei Lichtschwerter. Das ist nur was für Leute, die nicht richtig damit umgehen können. Ich habe ein Schwert und ich vertraue auf dieses eine Schwert, weißt du? So ist es wahrscheinlich. Wer hat im Filmuniversum haben ja Doppelschwerter oder Zweischwerter eigentlich nur Darth Maul? Mhm. Aber niemand hat zwei Schwerter. Also Ahsoka Tano, aber die kommt in den Filmen halt nicht vor. Ich glaube, du hast recht mit deiner Theorie. Und zwar ist das die Theorie der konservativen Jedi, die quasi auch immer den Jünglingen erzählen, zu deiner Zeit, zu meiner Zeit gab es doch keine zwei Lichtschwerter. Also will ich auch, dass du nur mit einem lernst. Ich muss auch sagen, zwei Lichtschwerter ist auch so ein bisschen Verschwendung, weil die sind ja super, super selten, diese Lichtschwerter. Man muss halt diese Kristalle irgendwie haben und wieder irgendwie reinbrummeln und Energie, bla 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 und mit Macht, dies, das. Und wenn man dann zwei hat, dann ist es auch so ein bisschen Poser, ne? Dann denken sich wahrscheinlich die normalen Jedi so, ich musste für mein Lichtschwert musste ich noch hier bis zu dem Planeten XY reisen und dort gegen drei Rancor kämpfen. Ja. Du kriegst jetzt hier einfach noch ein Lichtschwert hinterhergeworfen, weil du es von deinem Vater geerbt hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vor allem muss ich jetzt mal blank. Der gute Kell, der hat ja sein einfach nur zerbrochen. Das scheint auch zu gehen, den Kristall einfach in der Mitte zu teilen. Dann ist aber vielleicht auch jedes Lichtschwert nur halb so stark wie ein ganzes. Oh Gott, diese Warline-Sachen hier, muss ich erstmal lernen. Irgendwas mit L2, alles klar. Oh, das hast du aber schön First Try gemeistert. Okay, easy. GG. Oh, schöner Stealth-Angriff. Wie heißen diese schwarzen Supertrooper? Supertrooper. Supertrooper.
Komm her. Ich weiß mittlerweile, wie man euch euresgleichen besiegt. Mit der Macht des Blockens. Komm. Stark. So, warte. Neuer Trick. Ah. Oh. Haha. Das war aber cool. Okay, das war nicht so cool. Wollte ich flashy sein, egal. Oh, shit. Schön. So. Hammer's doch. Noch ein Fähigkeitenpunkt. Krass. Oh, jetzt werden sie uns aber hinterhergeschmissen. Was ist hier? Achso. Ich muss mal sagen, der kleine Roboter ist der sympathischere von den Roboter-Sidekicks aus Star Wars-Videospielen. Auf jeden Fall. Das ist einer der besten neuen Druiden, kann man ja sagen. Also ich muss sagen, mit BB-8 haben sie schon auch einen guten Griff hingelegt. Ja. Also für mich muss so ein Druide verschiedene Funktionen erfüllen. Er darf nämlich auch ein bisschen witzig sein, aber auch nicht zu witzig. Ja. Nicht Jar Jar Binks witzig. Nee, genau. Aber R2 macht es halt sehr gut vor und BB-8 ist eigentlich eine R2-Kopie. Ja. Und hier, wie heißt er nochmal? BD? Der hat so was Eigenes irgendwie. Ja. Ich finde, Druiden müssen, auch wenn sie Roboter sind, einen eigenen Charakter haben. Safe, ja. Durch ihre Körpersprache oder durch das, was sie machen. Das schaffen BB-8 und der hier auf jeden Fall sehr gut. Genau. Und sie müssen eine sinnvolle Verwendung im Universum haben. Oh, auch das noch, stimmt. Ja, genau. Wenn ein Roboter einfach nur da ist, weil er ein Roboter ist oder ein Druide ist, finde ich das doof. Finde ich auch. Und zwar, R2 ist ja ein Astromech oder ein Astrodruide, aber was ist BB-8? Diese Kugel, was soll die denn sonst bringen? Ist doch auch einer, oder nicht? Der wird doch auch in die Zwillings reingekrummelt. Was ja bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Nach drei Versuchen. Wieso ist er so traurig? Die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Saw Gerrera ist auch der aus Star Wars Episode 7, ne? Der auf Tatooine sitzt in dieser Rebellenbasis. Ja. Nee, da ist er schon tot. Du meinst das Rogue One? Ah, Rogue One, ja. Rogue genau. One war's, genau. Der opfert sich für die Pläne des Todessterns, ja, genau, die den Planeten noch verlassen können. Und es war auch nicht Tatooine, sondern Jafar, nee. Also in der Episode 7, das ist Jakku, ist auch ein Wüstenplanet. Aber du meinst nochmal einen anderen. Ja, wo war denn Saw Gerrera? Ich hab's vergessen. Sag gleich, wie der Planet hat. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Ich glaube, es war Jakku. Jeddah, stimmt. Das ist wohl auch ein ziemlich krasser Jedi-Planet gewesen, was ja schon ein bisschen im Namen steckt. Ja. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ja, diese Dinger hier, kann man die irgendwie aktivieren oder nicht? Stimmt, damit war irgendwas. Also nee, nicht in unserem Run, die habe ich heute noch nicht gesehen, aber irgendwie erinnere ich mich an so ähnliche. Vielleicht kannst du da irgendwas reinbuxieren. Hier ist es noch ein NG-Plus-Ding oder so. Das kann tatsächlich sein, dass sie nochmal wollen, dass du Backtracking-mäßig hier zurückgehst. Ziehen wir es durch. Ja, Jeddah ist ein krasser Jedi-Planet, ja. Nee, das sage ich deswegen, weil da liegen auch so fette Jedi-Statuen und so. Sind wohl Jedi-Tempel mal gewesen. Okay. Ich mache jetzt mal hier Lebenspunkte-Upgrade. Okay. Das muss einfach mal sein. Na klar, irgendwann muss das sein, natürlich. Diese ganzen Flaschen-Jedi-Tricks so mit zwei Doppelschwert und zwei Schwertern, Valentin, das ist was für die junge Generation. Das stimmt. Wir brauchen was mit Substanz. Ja. Wir brauchen mehr Lebenspunkte. So. Nee, finde ich gut, verstehe ich auch die Argumentation. Fun Fact, Saw Gerrera ist auf Onderen geboren. Okay. Ich bin hier nur für die Fun Facts zuständig. Finde ich gut. Auch diese Person muss es geben. Ja. Na komm. Achso, nee, dein Kumpel hat die gekillt. Ich dachte, er wäre von seinem eigenen Laser-Buddy da gekillt worden. Ich finde es auch lustig, dass die Scout-Trooper in dem Spiel hier eigentlich so die viel stärkeren sind, weil die einfach viel gefährlicher sind. Ja. Aber sonst sind die eigentlich immer so die Comic Relief, die von ihren Bikes runtergeschossen werden. Ja, stimmt. Eigentlich sind das die Oberlappen. Ich habe vergessen, mich auszuruhen. Das war eine dumme Idee. Naja. Ich hab jetzt meine Lebenspunkte. Ja, eben. Es wird jetzt ein bisschen härter. Aber du schaffst das. Ich habe meinen Kumpel hier, der
anscheinend komplett OP ist. Ja, die waren übrigens zu viert. Du hast ja eben vielleicht im Dialog dafür mitbekommen, die zwei Zwillinge, die hatten noch so ein Zwillingspärchen dabei, die sind leider gerade gestorben, kurz bevor du gejoint bist. Ach, na gut. Tragisch, aber wir kannten sie noch nicht so lange, deswegen für uns Spielerinnen und Spieler jetzt nicht so schlimm wird. Ah, das ist das Schiff von Cal Kestis. Ja, okay, das kann ich noch. Oh ja, die Mantis. Die war echt ganz cool. Die war cool, fand ich auch. Das fand ich lustig. Ja, das war geil. Ey, was mich an den Blocken hier ein bisschen stört, der blockt das nicht so, also es funktioniert, du verlierst keine Leben, aber der Schlag glitscht trotzdem immer leicht durch die Schwerter und deinen Charakter und das sieht nicht so strong aus, bevor du reingehst. Denn es wird sicherlich was super Cooles passieren, wenn wir in die Mantis reingehen. Denn wir haben ja dort Freunde an Bord, die wir jetzt einen ganzen Serienteil nicht mehr gesehen haben. Und ich hoffe natürlich, dass wir die dort gleich vorfinden werden. Aber vorher werden wir noch mal ganz kurz hier vor Ort meditieren. Möge die Macht mit euch sein und bis gleich. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Ja, da gab's doch diesen... Ja, den Piloten, das war so ein kleiner Kollege mit lustigen Haaren und so, das weiß ich noch. Das typische Comic Relief Alien. Eigentlich schon, genau. Durch seine bloße Erscheinung zaubert er dir schon ein Lächeln auf die Lippen. Und die, die hat so einen merkwürdigen Namen, Seer. Die von diesem Todeskult kommen, ne? Oder von diesem komischen Kult auf diesem Sith-Planeten. Genau, die ist ja eher gut geworden, mal die Nummer andersrum. Aber die hatte ja tatsächlich die Second Sister, war ja der alte Padawan-Schüler von Seer Junda oder so hieß sie. Seer Junda, genau, habe ich im ersten Teil so richtig gesagt. Und wir hoffen mal, dass wir hier auf der wunderschönen und doch etwas ramponierten Mantis... Es ist auch Leute, jedes Mal dasselbe. Wo ist der Eingang von dem Ding? Du warst schon dort, glaube ich. Echt? Du bist dann vorbeigelaufen. Ich dachte eigentlich auch, es sah aus wie so eine Landeklappe. Ach, das ist wirklich eine Landeklappe. Aber es ist, glaube ich, gleichzeitig. Wir hier hin? Es ist aber gleichzeitig die Rampe auch. War sind wir überhaupt richtig? Es ist nicht gleichzeitig die Rampe. Deswegen, ich habe einfach behauptet. Vielleicht bist du noch gar nicht rein. Guck mal, da war mein Teaser eine gemeine Lüge. Wo ist die Karte? Hinter der. Ich will keinen Screenshot, sorry. Ich glaube übrigens bei der PlayStation, ne, noch niemand wollte jemals einen Screenshot machen, aber es wurden viele Screenshots gemacht. Achso, ich muss natürlich erstmal hier mit unseren Freunden interagieren, klar. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Heilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kannst die Infos. Okay. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Ah, jetzt ist dann die Landeklappe runter. Stimmt, Du bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Und die Z95er, die wir hier im Hintergrund sehen, das sind übrigens die billigen X-Wing. Die kein X haben, sondern einfach nur haben. Ja, ne, da waren sie ein bisschen hyped. Also so krass sind die Schiffe jetzt auch nicht. Nee. Ach, guck mal, da ist gar keiner an Bord. Okay. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was Strom aus. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Oh, jetzt siehst du noch mal ein bisschen was davon. Genau, durch diese Röhren, die hat man ja schon mal gesehen. Mhm. Da fliegt er jetzt raus, aber halt nicht was am Ende der Röhren. Das haben wir jetzt zuerst mal gesehen. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Das ist auch ein scheiß Arbeitsplatz, diese Röhre zu speisen. Wir haben Gesellschaft.
auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Der alte Trick. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Natürlich nicht. Wo kamen die denn jetzt her? Aus der Wand? Ja, sah so aus. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Aus so einem Ding kamen die raus. Ah, verstehe. Ich hör sie nicht los. Mach doch den gleichen Trick wie eben nochmal. Das ist wirklich so. Auch oder cool. So. Puh, das wäre knapp. So kann man es auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Lass uns ausgehen. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Na toll. Wir sind in der Falle. Wir sind ausgefallen. Wir sind fast. Oh no. Nein. Nicht Bravo. Das ist immer so gemein, wenn man noch keine Beziehung zu den Charakteren aufgebaut hat. Ja. Und dann, ja, mir war es jetzt auch herzlich egal, muss ich sagen. Ich meine, ich habe ihn jetzt zwar eine Stunde länger gesehen als du, aber close war das noch nicht. Nee. Ich meine, er hat uns gerade noch signalisiert, er hat auf keinen Fall Bock auf langen Smalltalk zum Abschied. Richtig. Und er war ja schon verletzt, also von daher, das war auch schon so ein Foreshadowing auf. Naja, stimmt. Der wird es nicht, wird's nicht rausschaffen. Fertig. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Ich hab blöderweise vergessen, welche Infos wir da gegrabt haben. Was wollten wir denn nochmal? Geschafft. Hey, bitte! Hey, drehst du einen Holofilm? Hey! Ah! Dann lass mich aber gut aussehen, okay? Ah, genau, Grease war der alte Pilot. Genau, genau, den meinte ich. Füße von meinem Tisch, Kleiner. Gut, wie wir erhofft haben. Dieses die habe ich komplett vergessen. Aus dem Jedi-Archiv. Das ist aber die, die du meintest. Nee, nee, das ist seine Lehrmeisterin. Das Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Die ihn gefunden hat, da gab es noch eine andere. Ah, dann habe ich die zusammengetan zu einem Charakter, okay. Die trifft er quasi am Anfang vom Episode vom ersten Stimmt, Teil ja. Und die andere erst irgendwann in der Mitte oder so. Die da. Ja, das ist die andere. Genau, ja. Jetzt habe ich es auch wieder auf dem Schirm. Ja, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Gemein. Ja. Gut, Datomir war jetzt auch nicht sonderlich einladend. Nee. Weißt du, ich hol nicht oft ein altes Familienrezept wie das hier raus. Ich finde, der Anzug von Grease sieht aus wie so ein Jogginganzug. Also, was sagst du? So aus den 80ern irgendwie. Ja. Es ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredits bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Hat er denn noch so kleine Arme an der Taille? Ja, mhm. Ne? Praktisch. Hätte ich auch mega gern. Natürlich hält es genau an, wenn Marin in der Mitte ist. Mhm. Boop, boop. Das Gyro ist hin. Na, großartig. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ha. Ja. Was glaubst du, wo geht's hin, Tatooine? Auf
das Corvo-System auf. Ich hätte dieses Corvo-System genannt. Ja, klar. Ich glaube, es geht nach Corvo. Was? Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus. Glaubst du, wir schaffen's? Okay, also Grease lebt zumindest noch. Immerhin. Hilfreich, gut zu wissen. Mhm. Für Saw Gerrera. Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du okay. Weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. Räumen wir mal auf. Mhm. Man konnte auch... Konnte man nicht auch irgendwas machen? In seinem Raumschiff das letzte Mal hat man so Aquarium oder so? Ja, ja. Irgendwas, was man sammeln konnte. Mhm, da ne? Konntest du Sammelkram da irgendwie hin platzieren. Werkbänke sind freigeschaltet. Genau. Achso, jetzt können wir unsere Lichtschwertfarbe gleich machen. So. Jetzt wird's interessant. BD-1 kriegt auch ein paar coole neue Skins. Stark. Was ist denn unsere Werkbank? Ich glaube, die war im ersten Teil war die irgendwo hier hinten. Na ja, das. Langsam kommt alles bei mir wieder. Ja. Vielleicht sollten wir einige neue Komponenten ausprobieren. Ist der eine... Ja, okay, das wissen wir. Mhm. Ja. Ja gut, das... Ja. Okay. Logisch. So, was können wir hier machen? So, guck mal, also erstmal schön. Teil. Guck mal hier, das ist... Den meinte ich. Ah. Den, das Vorteil, weil das halt so ein bisschen simpler ist. Ja, ja. Den finde ich auch nicht schlecht. Den mag ich auch, ja. Der Held der Rebellion? Nee, komm, nehmen wir den. Weil der so kleine... Rädchen und so hat. Ja, das ist das Schweizer genau. Taschenmesser der Lichtschwerter. Hier. Geduld hätte ich. Ich mag diesen ganz großen Button. Also, nee, den. Weil der ist so idiotensicher. Wenn du schnell dein Lichtschwert ausklappen musst, kannst du nur treffen. Ja, das stimmt. Man braucht große Buttons, ja. Der Griff, da muss man halt gucken, was am besten Grip hat. Ich finde den, glaube ich, am besten, weil das ist irgendwie. Da sammelt sich auch, also da sammelt sich viel Rost. Ja, so, ne? Das wird dreckig. Das ist auch für einen Wiederverkaufswert, glaube ich, nicht so gut. Deswegen würde ich eher vielleicht das nehmen. Ja, nehmen wir das mal. Ja. Das muss man halt machen, wenn man so im. Ja. Ich weiß nicht, was das für der Knauf. Achso, das ist der Knauf von dem einen Lichtschwert. Genau. Quasi. Diesen Knauf finde ich sehr, sehr cool. Ja, den finde ich auch gut. Weil den kann man bestimmt gut wie so einen Regenschirm irgendwo aufhängen oder so, wenn man ankommt. Stimmt, ja. Ja. Dann nehmen wir doch den. Ja, den hier. Die müssten ja. Achso, das ist das Mittelteil fürs Doppelding. Die sehen jetzt gerade anders aus. Hier ist nochmal der Schalter. Wollen wir hier den großen roten Schalter? Ja, oder? Der ist auf jeden Fall idiotensicher, ja, oder? Der ist auch idiotensicher. Wobei, da kommt man vielleicht auch ab und zu aus Versehen drauf. Weißt, ja, das ist bestimmt noch so Sicherheits. Wenn man in der Tasche so drin rumspielt, so, ich bin so ein hibbeliger Kerl, ich würde. Guck mal, was hältst du davon? Das sieht schon nice aus, muss ich sagen. Ja, ne? Nehmen wir. Sehr individualistisch. Das nehmen wir. Das gefällt mir. Aber kann man jetzt noch. Klingfarbe? Die Frau, ja, jetzt wird's interessant. Weil da frage ich mich, wenn wir zwei haben, dann können wir eins in der einen Farbe und das andere in der anderen. Nee, ich glaube nicht. Das ich glaube, halt das ist beides immer dieselbe Farbe, oder? Fraglich. Also das wäre jetzt Doppelschwert, aber irgendwie zeigt das nicht richtig an. Schwerter? Ja. Ich glaube, du kannst nur eine Farbe nehmen. Ja, macht eigentlich auch Sinn. Weiß ist ja auch cool. Weiß ist auch... Ist es hier auch Ahsoka? Ja, stimmt. Ja, ja, später, sie hat weiße. Ach, ich glaube, wir sind schon ein bisschen badass erstmal, oder? Ja, wir machen mal so auf Windu. Oh, guck mal, die... Das Pad nimmt die gleiche Farbe an. Das finde ich cool. Das ist natürlich besonders. Mhm. Wir haben jetzt Lila, ne? Ja, Lila. Darauf bin ich ziemlich stolz. So, BD-1. Also, ich bin immer ein Freund von so Individualisierungsdingen, deswegen es tut mir leid, liebe Leute. Ich mag das auf jeden Fall auch. Aber ich finde das eigentlich ganz lustig. Das sieht ganz cool aus. Oh, cool. Der ist ja so ein bisschen getarnt, als wäre er ein imperialer Druide. Oh, stimmt. Ich glaube nicht, dass das irgendeine. Nee, das glaube ich auch nicht. Das hat keine Gameplay-Auswirkung. Aber ich mag es auch manchmal ein bisschen, die Fantasie in meinem Kopf walten zu lassen, der freien Lauf zu geben. Also er braucht schon Ohren, ne? Aber die Ohren finde ich ja, cool. Ja, die sind wichtig. Körper. Wichtig für die Cuteness. Ja, der wirkt fast, wenn wir den komplett in diesem Weiß-Rot machen, als hätten wir den einfach wirklich mal renoviert. Ja. So, ne? Ja. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz geil. Also wenn dann ein anderer Droide mal ankommt, dann wird er sich denken, oh, das war Schmuck. Finde ich auch, ja. Der ist halt so frisch lackiert. Ach, guck mal, jetzt kommt noch die Farbe sogar. Ei. Ja, ich finde die eigentlich schon ganz cool, mir gefällt das. Ich mag auch dieses Beige und so. Ja. Das hat irgendwie was. Ach, komm, wir nehmen das so. Im Kampfstil können wir wahrscheinlich das. Ja, das war das, okay. Okay, ja, dann haben wir jetzt hier erstmal alles gemacht. Guck mal. Fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. Erstmal wollen wir uns ausruhen. Ich habe nämlich keinen Ding mehr. Und dann würde ich an dich übergeben, ja, Valentin.
Darf ich tatsächlich auch mal spielen? Ja, aber dann guck mal, dann bist du jetzt, hier ist dieses Kapitel abgeschlossen für uns. Mhm. Und dann kannst du ein neues Kapitel aufschlagen. Ja. In diesem Let's Play. Ist das nicht schön? Na gut. Während ich mit meinem Unwissen glänze. Nee, das stimmt ja gar nicht. Du bist ja auch tief drin, merke ich gerade, in der Star Wars Lore. Naja, so ein bisschen. Also ich hab nicht sowas gemacht wie die Serien oder so geguckt, sondern ich habe halt viel die Videospiele gespielt. Also Battlefront, viel halt Star Wars Jedi Knight und so alle. Ja. Und den Vorgänger hiervon. Und ich habe das X-Wing Tabletop gespielt, deswegen ich mich mit den Schiffen zumindest so ein bisschen auskenne. Oh, das ist ja cool. Ja, das war cool. Wie ist die offizielle Modellbezeichnung vom Millennium Falcon? Oh, das wusste ich mal, scheiße. Ich weiß leider, ich vergesse so Zahlen sehr schnell. Ich weiß, dass es ein korellianisches Schiff ist und zwar ein YT und dann habe ich die Zahl vergessen. Vielleicht kommst du auf die Zahl, I don't know. Mal. Ich google das jetzt, warte. Mach das ja gerne parallel. Ich reise derweil schon mal weiter, weil wir können uns noch ein bisschen was im Schiff angucken. Aber das kann man ja immer wieder zwischendurch machen. Deswegen würde ich mir jetzt die einzelnen Sammelgegenstände wann anders mal angucken. Oh, während du YT 1300. YT 1300, alles klar, muss ich mir endlich mal merken. Davon gab es noch eine kleinere Version. Ja, in X-Wing Alliance fliegt man so ein anderes davon. Das mag ich ja gar nicht. Um mal kurz direkt zu haten, Star Wars, da gehören eigentlich keine Space-Nebel rein. Das ist ja kein Space-Nebel. Das ist doch so eine, wie heißt das, ein Ionenstern oder so? Das sah zumindest gerade so aus wie so ein Ionenstern. Ja, stimmt. Aber der war im Vordergrund und dahinter war so, mir ist das zu kitschig. Okay, verstehe ich. Systemausfälle im ganzen Schiff. Aber ist auch eine sehr kleine Kritik, so wichtig ist das auch nicht. Aber Star Wars Squadrons zum Beispiel hatte nur bunte Space-Hintergründe. Ja, stimmt. Das war nicht Star Wars. Nee, das stimmt. Putini! Ich dachte, der Gyro ist kaputt. Stimmt, wie macht er das bloß? Ah, so, alles klar. Ja, lustig, dass die Technologie da genauso heißt wie bei uns. Das ist doch das in den Smartphones, was das die Wasserwagen-App ja, genau, quasi richtig, ja. Macht. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Gestrandet auf einem Planeten. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Oh, eine Cantina, okay. Cool. Komm mit. Aber wahrscheinlich ist das Imperium schon vor uns da. Oh ja, wahrscheinlich. Weil sie unsere Signatur gescannt haben. Die Schweine. Oder du musst dich wieder mit der random Fauna und Flora rumschlagen. Das wahrscheinlich auch. Hier wird es wahrscheinlich auch Tierchen, Monster und sonst was geben. Aber wir sind auf unserem ersten neuen Planeten in diesem Spiel, wo man, wenn ich richtig informiert bin, noch nie war im Star Wars-Universum. Nee. Und ich finde es natürlich auch immer cool, mal einen neuen Planeten zu sehen. Mhm. Das ist ja das Schöne am Universum und solchen Geschichten, die man da erzählen kann. Du hast eigentlich unendlich Schauplätze. So ja, das stimmt. Bravo, hätte das gefallen. Ich muss aber sagen, sieht aktuell so ein bisschen aus wie sächsische Schweiz, so ein bisschen, ne? Ja, bergig, so. Weil daran erinnere ich mich nicht da hinten. Naja, gut, das, ja. Das sieht aus wie so ein, aus Attack of the Clones, diese Föderationsschiffe. Ja, die Mutterschiffe, ja. Diese Mutterschiffe, die eigentlich nur so schwebende Mini-Todessterne sind. So, aber wie komme ich jetzt hier rüber? Und da links kannst du an der Wand langlaufen. Oder? Oh, danke schön. Ja. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Wie macht man das? Einfach nach links gegendrücken und gegen springen quasi, dann läuft es automatisch. Ah, ja, genau, so ging es. Dankeschön. Oh, das kann aber recht lang. Crazy, crazy. Ja, aber hat hier was so von Toskana oder so auch? Ja. Okay. Ganz schön. Und da ist schon das erste Riesenvieh denn? Sieht aus wie ein krasser Drache oder so. Helfen wir uns mal genauer an. Wow. Ein Dino. Cool. Lass mal straight dahin. Ich zoom erstmal. Pin platzieren. Ein Panzertronto. Aha. Sieht aber irgendwie recht friedlich aus, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ist, aber das scheint doch tatsächlich unser Ziel zu sein. Das ist mal ein Riesenvieh. Mhm. Wir haben unser Ziel. Also nichts wie hin. Ah, okay, das ist so ein bisschen Breath of the Wild mäßig, ne? Dass du so Sachen in der Map das markieren cool. kannst. Das ist nicht schlecht. Ich könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr markieren. Bataw, wie habe ich das jetzt eben aufgerufen? Oder darf man das gerade nur
Also hole ich das raus. Ah, jetzt yes, genau. Und dann R3. Genau. So, weil ich glaube, ich sollte mir ein bisschen mehr noch markieren, wo ich hier schon mal so den High Ground habe. Ich war auch gerade irgendwas. Da war irgendwas, ja. Ich finde es noch nicht wieder. Hä? Weird. Da oben? Nee. Tja, gut. Guck ich mal erstmal nach hier. Hier wird mir eh nichts angezeigt. Tolle Flora. Da ist unser Hauptziel. Gut, das ist ja markiert. Ja. Das, ich kann mal versuchen, ob ich da noch was machen kann. Nee. Hey, Mann. Hat er gerade High Five gegeben? Das sah ein bisschen so aus, ja. Ich glaube tatsächlich, das war so gedacht. Ich kann hier gar nicht viel mehr machen. So, nur wie? Hier bringe ich mich, glaube ich, um, wenn ich einfach springe. Ich muss sagen, das fand ich bei Assassin's Creed Odyssey irgendwann so angenehm, dass die Höhen irgendwann vollkommen egal waren. Du konntest einfach runterspringen, sie selber abgerollt. Das fand ich so schön. Echt, du brauchtest irgendwann nicht mehr diese Strohwägen? Nee. Ach echt, krass. Witzig. Egal bei welcher Höhe. Ja. Wild. Gut, ja, soll ich es einfach mal probieren? Ja, hier so links runter sliden, geht das? Also ich finde, das sieht aus wie, sieht schon slidable aus. Ja, also Tony Hawk würde sagen, jo, läuft. Aber ich glaube, man stirbt hier tatsächlich. Das sieht ja low aus. Gut, haben wir das auch mal probiert. Okay, alles klar, da sollte man also nicht lang gehen. Schade. Hätte ja klappen können. Ich wollte vor allem nur sehen, wie dumm er stirbt und es war wirklich sehr dumm. Sind wir von hier nicht? Nee, wir kamen von da tatsächlich, um hier hinzukommen wahrscheinlich. Muss ich hier noch drücken? Nee. Dann kann ich einfach draufsteppen. Cool. Bodenbutton. Das finde ich. Warum gibt es diese Technologie? Musste heutzutage auch schon gehen. Stimmt. Warum gibt es nicht in jedem öffentlichen Aufzug? Was würdest du jetzt sagen? Los. Die Mantis repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen. Okay, erstmal hier. Ich sage jetzt schon mal voraus, dass wenn das Imperium hier auftaucht, passiert es wieder so, dass man irgendwas hört so, hä, was ist das für ein komisches Geräusch? Und dann fliegen so drei TIE Fighter so irgendwie über den Himmel und man denkt sich, oh nein, das Imperium ist da. Weil das Imperium taucht immer so auf. Ist immer. Wirklich so. Ich finde auch geil, dass du gerade diesen Guess abgegeben hast, weil ich habe, als das Spiel losging, habe ich zu Krogi auch schon gesagt, ey, diese Leute, die uns hier gerade verhaften, das ist doch bestimmt ein ausgetrickster Plan von uns, das sind eigentlich unsere Freunde. Und genau das war dann auch so. Also es ist schon alles sehr berechenbar. Ja, gut. Das ist okay. Ja, das ist voll okay. Ja, ich dachte, ich hab den links rechts. Oh, da ist noch was geklungen. Den gucken wir noch hinterher. Es scheint friedlich zu sein. Na dann. Man muss ja nicht alles umbringen. So. Was haben wir hier für einen coolen Loot? Oh, nice. Direkt ein neues Visier. Ein noch schickeres, glänzenderes. Gut, da geht's, glaube ich, dann weiter rüber. Ja, komm, unser Ziel ist jetzt noch in dieser Folge. Kostet es, was es wolle, wir erreichen den coolen Dino. Ja. Da ist eine Wand. Wie sprintet man? So, okay. Genau, R3. Mhm. Oh. Was? Separatisten-Droiden? Wie cool ist das denn? Das ist mal auf eine neue Gegner. Okay. Ich muss erstmal wissen, wie man schlägt. Viereck. Ah ja. Kampfdroiden. Nice, okay. Oh, hier kann ich was mit BB machen. BD. Achso, okay, einfach nur den Datenbankeintrag, glaube ich, habe ich mir geholt. Ha, Kampfdroiden sind doch lustig. Ja, die sind lustig. Und Bedlam Raider. Es wird keine geben. Wie können Sie sich da sicher sein? Das Schiff ist noch. Ah, die haben eine andere Synchronstimme. Ja. Kapiert? Oh, alles klar. Verstanden. Das Schiff wird befreit. Ich guck mal kurz, was hier ist. Ja. Ich muss sagen, das Beste an Star Wars fand ich ehrlich gesagt schon immer diese Idee, dass die Droiden zwar eigentlich intelligent sind, aber strangerweise auch Emotionen haben und sich deswegen oft auch dumm anstellen. Ja, so. Das ist wirklich ganz dieses Vermenschlichte weirde Kombo. Ist ganz weird, aber irgendwie macht den halben Reiz für mich aus. Das stimmt. Das ist aber in den Serien, in den Comic-Serien noch viel, viel krasser, finde ich. Also die sind ja auch schon so in Episode 1 so ein bisschen so hahaha, die dummen Droiden, Roger, Roger, und laufen irgendwie nur mit ohne Kopf rum. Aber ich finde, in den Serien ist es noch krasser, weil die einfach absolut dämlich sind manchmal. Dafür, dass es... Fuck, ich stelle mich gar nicht so gut an. Oh, zurück. Heil dich. Digipad nach oben. Nach oben? Ja, nochmal. Er macht nix. Jetzt. Oh, jetzt. Puh. Und blocken nicht vergessen, in 1. Ja, jetzt rächt sich, dass ich noch keine Sekunde gespielt habe. Wie ich mich erinnere, Bedlam Raider? Wo ist Grease da bloß reingeraten? Okay.
Puh, das war ja schon ganz schön knapp dafür, dass es ein ziemlicher Low-Fight war. Wie mache ich das hier nochmal? Oh nein, jetzt habe ich einen verschwendet. Ich wollte hier Taschenlampe anmachen. L1? Ja, das wäre es gewesen. Gut, ist hier alles noch für mich das Tutorial. Oh. Oh, das ist ja ein üppiger Kommentar. Oh, cool. Was sind sie? Riesenechse. Oder so ein Tausendfüßler oder so. Schauderpede. Ah. Eine Pede. Okay. Schön hier. Oh, da oben ist der Dino. Mhm. Ich untersuche ihn nochmal. Ach man, ich drücke immer die falschen Sachen hier. So. Ja, der ist immer noch da. Wobei der halt markiert ist. Ich wollte ehrlich gesagt auch eher gucken, ob ich irgendwas anderes noch markiere. Oh, da ist auch immer was drauf auf dem Kran. Ah ne, ist da nur so aus. Ja, etwas ist Stoff. Ich dachte, das wäre so irgendwas aus Metall. Oh, hier ist der nächste Dingsbums. Wie heißen die? Diese Meditationskreise, meine ich. Meditationskreise. Wahrscheinlich. Ah, die sitzen jetzt noch friedlich, aber ich werde sie überraschen mit meinem Lichtschwert. Ach, schade. Okay. Da will ich aber hoch hier. Das sieht irgendwie. Nee, ist für Backtracking. Nee, das ist, glaube ich, auch, ja. Ja, ja, ja. Okay. Dann. Wie. In Seilen kannst du dich, glaube ich, ne? Seile? Aber das sind doch nur Reste von Seilen. Hier rechts ist aber auch so eine Stange, oder? In einem Gebüsch? Ja, aber das sieht irgendwie. Ach, an dem Gebüsch. Ja, kann da kannst du schon hoch, oder? Ja. Ah, guck mal. Nice. Ja. Wow. Seht euch diesen Ausblick an. Ist das ein riesiger Krater? Wow, ich habe es so schön. Die Klippe bewachen, Einheimische erledigen und die Gegend genießen. An mir kommt niemand vorbei. Jedenfalls nicht ohne ein Einschussloch. Ob ich für meine überragende Arbeit wohl gefördert werde? Dann lasse ich andere Druiden die Klippe bewachen. Oh, aber dann kann ich die Gegend nicht mehr genießen. Das ist schon ein Dilemma. Ich mag es, dass er gesagt hat, niemand hat es so schön wie ich. Ja. Nun. Sorry, das war von kurzer Dauer. Gelöst. Gut, hier kann ich, glaube ich, einfach rüberspringen. Also Double Jump, genau. Ja. Okay, kann ich hier BB einsetzen? Warum nenne ich ihn immer BB? Er heißt doch BB. Klingt beides genau. Mhm. Das stimmt tatsächlich. Ach, oh, jetzt willst du da lang oder willst du da? Nee, da kommen wir her. Spannend. Das ist schon Backtracking. Ach ja, stimmt, jetzt. Ja, ja. Aber man könnte auf diese Mitte hier. Ja, oder du könntest, na, da waren wir ja auch schon, aber du könntest nach hinten und dich wieder aufladen, weil du hast gerade keine Heilung mehr. No risk, no fun. Das okay, ist mein Motto. Let's go. Ja, wir wollen ja Dino-Progress machen. Ja, das stimmt, wir wollen auch zum Dino. Ich muss jetzt halt einfach legendär spielen. Das ist natürlich für dich gar kein Problem. Mal gucken. Hat man ja eben gesehen, wie gut das lief. Also wenn die Druiden sich immer so nett an die Klippe stellen, ja, dann wird das sehr erfolgreich. Und sich so freuen. Oh, hier sind Raider. Was tun sie? Okay. Dann überraschen wir den mal. Besser die als ich. Oh, das ist ein Superkampf-Druide. Oh, das ist gar nicht gut. Den will ich zuerst erledigen. Er hat gesagt und Abschaum genannt. Oh, ho, ho, schön. Ich mag so Fatalities. Nimm das! Nice, schöner Block. Ja, sehr gut. Nice. Schön gemacht, schön gemacht. Dieses läuft doch fantastisch. Fest, dass diese Droiden neue Meister haben. Alrighty, dann geht's hier weiter. Wobei gibt's hier noch Loot? Hier hinter dem Stein wäre so ein typischer Ort. Nee, genau hinter diesem Stein mal nicht. Ich find's aber gut. Wir sind ja in einer Ära relativ kurz nach den Klonkriegen, dass es jetzt noch eine Phase ist, wo diese Druiden halt noch irgendwo benutzt werden müssen. Mhm. Weil davon gibt's halt Milliarden wahrscheinlich im ganzen Universum. Auf jeden Fall, ja. Auch in der neuen Animationsserie Bad Batch gibt's auch eine sehr coole Folge mit Separatisten-Druiden. Und das hier spielt aber schon 10 Jahre nach der Order 66. Ah, okay. Also zeitgleich zur Obi-Wan-Serie. Ja gut, aber was sind 10 Jahre, ne? Nicht so viel im Universum. Ja. So, Da rechts könntest du irgendwas machen, glaube ich. Ja, tatsächlich. Das dachte ich nämlich auch kurz. Da? Und dann habe ich wieder verloren. Ah, nee, es ist nur eine Lampe, okay. Ich dachte, das wäre so ein. Jetzt ist es keine mehr. Du verwirrst niemanden mehr an Lampe. Oh, hier bin ich ziemlich geslowt in irgendeinem räudigen Öl. Da darfst du wahrscheinlich auch nicht lange drin bleiben, oder? Oh, guck mal, das sinkt hier. Ja, du könntest recht haben. Und hier, das kann ich mit der Macht aufnehmen. Das ist echt viel Teer. Teer? Nein. Okay. Sei vorsichtig.
Okay. Sag mal, hä? Die explodieren also. Ah, und aber komm auch wieder. So, kannst du damit Daumen dieses Teerloch irgendwie zerprügeln? Ja, das wird's wahrscheinlich sein. Aber ich habe noch nicht kapiert, wie ich die steuere. Ja. Guck, ich habe jetzt so gelbe Dingsies da dran. Wir sinken. Ach, nichts wie weg hier. Wie lange? Oh, das ist aber eine gute Teeranimation, muss ich sagen. Übelst, aber ich sinke übelst ab. Aber guter Teer. Ey, das ist wirklich guter schön. Teer, ja. Mag ich. Ein schöner Teer. Geil. Da versinke ich gerne drin. Mhm. Ja, man freut sich auch immer über so volumetrischen Schnee und so. Und mit Teer hat man es noch nicht gesehen. Nee, deswegen. Teer ist selten auf jeden Fall. Ach, ich glaube, ich habe es gerafft. Warte mal kurz. Musst du dir hinlocken oder so? Aber eben war es kurz rot, hast du gesehen, ja, als du da dran standest? Geh mal ein Stück näher ran. Ja, vielleicht ist es das. Ja, jetzt war es rot, stimmt. Na, warum? Ich check halt nicht, warum ich es nicht steuern kann. Aber au, warte mal, vielleicht ist die Idee das auch, dass ich diese Plattform verschiebe. Nee. Nee. Also, es kann doch nicht sein. Das ist das erste Rätsel im Game und ich scheitere schon. Weil das muss ja das Einfachste sein. Das muss ja eine Art Tutorial-Rätsel sein. Ich glaube aber, es ist wirklich einfach ein Steuerungsding, oder? Das ich glaube auch. Immer noch nicht toll. Kann ich mal ganz kurz hier noch umgucken? Ist hier was Verstecktes? Nee. Oh, ich sink auch immer weiter ein. Schaffe ich es noch zurück? Es bleibt spannend. Ah, ich glaube nicht tatsächlich. Das ist schön teerig, der Teer. Kann man Haben wir mal gesehen, wie man im Teer ertrinkt? Das hat mich ein bisschen Leben gekostet. Das ärgert mich. Gut, ich guck mal ganz kurz in die Steuerung tatsächlich. Du hast es ja auch gerade halt hauptsächlich für die Leute da draußen gemacht, damit die einfach mal zeigen können, was das Ganze sozusagen zu tun hat. Ne? Alles war geplant. Musst du vielleicht erst Magnet und dann Schub, also erst L2 und dann R2? Das macht zum Beispiel nämlich direkt total Sinn, ja. Das probieren wir mal aus. Ach, guck mal, genau diese Funktion kannte ich nämlich gar nicht. Und wie du gesagt hast, man muss das Loch... Es war gar kein Rätsel im Prinzip. Ja. Okay. Also, ja, solche Sachen sind ja relativ simpel, ne, am Anfang. Ja. Ich mag aber Rätsel eigentlich. Ich hoffe natürlich, dass es noch schwieriger wird. Nein. Und jetzt habe ich hier ein Seil runtergelassen. Ja, das ist quasi die Abkürzung hinten zu dem anderen. Genau, jetzt käme ich relativ schnell da zum Meditationskreis zurück, wenn ich denn wollte. Ja. Aber ich will nicht. Hier kann ich nicht rein. Da ist ein Droide, der... Ach, das ist so ein Pit-Droid. Oh, ja, stimmt. Kann ich ihm auf die Nase hauen? Ich kann mit ihm reden. Ein aufgelaufenes Schiff? Was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen. Hau ihm auf die Nase, hau ihm auf die Nase. Tja, leider. Ich will ihn jetzt nicht mit dem Lichtschwert schlagen. Ja, das kann ich verstehen. Aber hier eben war ja auch ein Symbol. Genau hier. Irgendwas soll ich damit wahrscheinlich später noch machen. Vielleicht auch das wieder zum Backtracken oder Julian Plus oder so. Wahrscheinlich sein, ja. Kriegst du einen coolen Skin für BDA-1. Ja. Das ist der volle Name. Glaube ich schon, oder? Kann gut sein, ja. Ah, ein neuer Bart. Nice. Wir können ihn wieder zum Dulli umfunktionieren. Das wäre schön. Einfach mal zum Barbier schicken. Am Ende vom Game kriegt man legendäres glatt rasiert. Ah. Okay, hier geht's weiter. Das ist doch kein... Da steht ein Druide. Ja. Moin. Wie wechsle ich eigentlich die Lichtschwertstile, weißt du das? Digipad links. Und Digipad rechts ist das andere. Ah, so, okay, weil ich will hier den mal jetzt ausprobieren. Das ist ganz cool. Ravis sieht es. Deshalb folge ich ihm. Folgen wir alle ihm. Ravis. Das Zeug zum Anflug. Nice. Schön, schön, schön. Achtung. Hinter dir ist noch irgendwo einer. Wie macht man diesen coolen Rangehen, kurz schlitzen und wieder weg? L1 und dann Viereck. L1 und Viereck, okay. Oh, die roten sind echt schwieriger. Ja, die sind hart, ja. L1 und Viereck. Oder R1 und Viereck? Nee, das ist richtig. Ja, sehr gut. Guck mal, der war richtig gut. Nice. Nice. Überlebt. Sehr gut. Und davon ist auch der Speicherpunkt. Ja, geil. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Jetzt habe ich es gejinxt. Ja, das mache ich, glaube ich, danach. Also ihn hier aktivieren. Wer weiß, ob das Echo... Nee, was kann ein Echo schon tun? Was kann da schon passieren? Das klang, als wäre ich tot. Die Raider sind eiskalte Keller. Nein! Wer hätte das wirklich? Oh mein, dieser Mann ist...
tot. Halten wir einen Moment an. Huh, guck mal, es hat sich gelohnt, sehr gut, ja, dass ich mich getraut habe. Eiskalt durchgepowert. Nicht schlecht waren die. Aber es war auch wirklich knapper, hätte es am Ende nicht mehr sein können. Das stimmt. Es ging auch wirklich nur, weil du dich noch daran erinnert hast, wie diese Steuerung war. Kumpel. Weil der war strong, der Move. Der ist super strong, der Move, ja. Vor allem, der hat auch gegen mehrere gerade gut funktioniert. Ja, ne? Fand ich auch ganz cool. Guck mal, der Dino kann nicht mehr weit sein, da ist er. Was ist der schlauste Weg zum Dino? Oh, hier ist Wasser. Ja, rechts kann man irgendwo rein in eine Höhle, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das sieht nach Nebenquest aus. Ja. Achso, die sind da hinten sind natürlich Respawn, klar. Das finde ich ein bisschen dumm. Also bei den ganzen Dark Souls-Spielen ist es ja einigermaßen so halbwegs erklärt, warum Gegner da respawnen. Ist ja lore-mäßig noch drin. Hier überhaupt nicht. Stimmt. Hier direkt aus dem Fenster. Alles okay. Ja, absolut richtig. Da leuchtet irgendwas, ne? Blau. Ich glaube, das kann ich zerstören, später vielleicht. Da unten glitzert auch irgendwas. Ja. Es macht mich auch alles sehr an. Komme ich denn hier wieder hoch? Ja, komm, das passt schon. Ja, da ist so eine Wand, okay. Erstmal das Glitzerding einsammeln. Schön. Priorit-Klo. Ja, die haben wir schon ein paar Mal gefunden. Da steht in der Beschreibung nur, ihr werdet später erfahren, was es damit auf sich hat. So. Okay. Also, ich kann es dir auch noch nicht sagen. Okay, kann ich hier nicht einfach einen Schub machen? Was war nochmal Schub? Das hier, oder? Das ist richtig, ja. Nee, irgendwie nicht. Das ist zu. Nee, ich glaube, das können wir einfach noch nicht. Schade. Weil, also ich wüsste jetzt nicht, was man sonst noch probieren soll. Ja. Obwohl, habe ich schon draufgeschlagen, ja. Ja, so. Einfach, sag ich das. Wow! Du hast mich kalt überrascht. Na, ist dieser Typ hier auch tot? Chaotisch. Glückstreffer. Gewagte Theorie, Steffen. Oh, das sieht auch gefährlich aus. Das war bisher mein härtester Gegner. Mann, ich will das looten. Das sieht doch lootable aus. Ja, eben. Oder scannable. Echt? Könnte es scannen? Nee, ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Enttäuschend. Nix ist damit machbar. Die kommen aber wirklich aus dem Nichts. Verdammten Schweine. Da noch einer. Oh, ich wollte gerade schon meine Lichtfelder wieder einklappen. So. Wir müssen da hin. Eine Kiste? Da, rechts, ne? Ah, danke. Die hätte ich tatsächlich verpasst. Oh, natürlich ist da noch so ein Ding. Haben Sie für ein Problem? Ekelmade. Wahrscheinlich cool. Eine Lackierung für BD oder die Lichtschwerter. Das sah mal so ein Farbset aus, ja. Gott! Ich glaube, das war nicht gemeint. Diese Oberfläche war nicht dafür gedacht, so nah ranzusuchen. Nee, null. Hier geht's nicht weiter. Ach so, danke. Gut, ich dachte, jetzt muss ich oben öffnen. Ich dachte, ich öffne es mal lieber. Aber hier geht's auf jeden Fall weiter. Das ist ein weirder Planet. Nee, hier ist es ja so recht schön, aber überall sprudelt so Teer raus. Das passt für mich nicht zusammen. Da steckt doch das Imperium dahinter. Ja, mit Sicherheit. Die bauen hier Teer ab. Ich will da hin jetzt. Oh, hier scannen? Kann ich das scannen. Cool. Durch diese Pipeline läuft Teer. Dampflussrohre. Alright. Kannst du die zerschlagen, damit das irgendwie abläuft oder so? Natürlich nicht. Komme ich auch nicht hoch. Achso, aber hier kann ich wieder über die Plattform jumpen. Nur was bringt mir das? Komme ich dann da hin rüber, ja. Das ist die Frage, ob das hoch genug ist. Ja, das schaffst du. Meinst du? Das schaffst du. Ich scanne hier noch erstmal in Ruhe. Scannen bringt ja auch Erfahrungspunkte. Ach cool. Oh, ich habe auch einen neuen Punkt jetzt. Okay, den hole ich mir aber später ab. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas geht. Nee, da kann ich nur gucken. Ja, dann ist das schon der richtige Weg. Und dann sind wir auch gleich beim Dino, wenn du da drüben bist. Cool, cool. Jetzt anstrengen, Walle. Das schaffe ich. Ich muss in Bewegung bleiben. Meinst du, es ist hoch genug? Da müssen wir lang. Schnell, schnell. Okay. Ja, gut. Falscher Button. Der muss näher ran erst. Ach so. Jetzt. Genau. Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen drin ist mit der Steuerung, dann kann das schon alles sehr, sehr flowig auch sein. Oh ja. Oh. Oh nein. Meine Analyse, diese Person ist tot. Revis wird das wissen wollen. Roger, Roger. Bin klar. Kommen Sie.
Schön gemacht. Ja, schön. Ja, okay. Ist da hochklettern? Ja, nee, es ist nicht markiert. nicht genug Bewuchs. So. Ah, sie wollen mich nicht direkt zum coolsten Tier dieses Planeten lassen. Das kann ich natürlich verstehen. Mit solchen Idioten möchte man aber auch nicht zusammenarbeiten. Nee. Ich hasse diesen Ort. Wenn ich hier rausfinde, wer diese... Ich werde dir die Kehle durchschneiden. Oh, pass auf, du wirst amüsiert. Das hat er gesagt, während ich ihm die Kehle durchgeschnitten habe. Achtung! Ja, ich hab's... Ich wollte eine super coole Taktik machen, aber es hat nicht funktioniert. Also die war... Die Ansätze waren gut. Ja. In der Ausführung hast du ein paar Probleme. Ich dachte halt, man kann sich schneller wegrollen und ich wollte zum Druiden rollen und dann... Schneller als eine Rollmine von Kobo? Ich glaube, was man hätte machen sollen, ist natürlich das, was wir eben schon in diesem Rätsel gelernt haben. Ja. Das Ding so nehmen und wegschmeißen, aber da war ich aber nicht schnell genug. Wir sind hier nicht, um Dinge zu lernen. Null. Jetzt kann ich es probieren. Ich hab's nicht gekonnt. Was? Wie geht das weg? Ich glaube, du kannst es gar nicht anvisieren. Nee, irgendwie nicht. Mann, lassen Sie mich! Mann, warte, aber fängt er denn an zu explodieren? Jetzt, explodier doch mal! Maximal schlecht gelöst. Ja, ich weiß nicht, wie das gedacht war. Ich sag's ganz ehrlich. Das hatte schon einen Grund, warum ich hier von Anfang an nicht gespielt habe. Ich bin nur ein Eindringling. Knallt ihn ab! Oh, das ist hier so ein krasser Druide, ne? Oh, der hat mich auch schon gesehen. Ja. Hä? Ich bin nur ausgewichen, hallo? So ein Assassin-Druide. Ja. Oh, du musst dich heilen. Oh, danke. BD, hier! Bin dem Feind ausgewichen. Ich versuch's immer wieder. Du hast auch dein Super-Special ready, falls es... Oh ja, das hilft mir tatsächlich gerade. Ja, sehr gut. Ein Kommando-Druide. Kommando-Droide. Echt? So heißen die? So heißen die. Ach stimmt, diese für den Krieg heißen Taktik-Droiden. Die habe ich gerade verwechselt. BX-Droiden. Ah, ja. Natürlich. Natürlich. Okay, was geht hier ab? Sieht leuchtend cool aus, aber kein Loot. Hier könnte ich, glaube ich, schon wieder fast backtracken. Ja, wir müssten auch demnächst mal wieder einen neuen Speicherpunkt finden, ne? Schon wieder lange her. Das stimmt. Ist hier links? Ich guck mal hier links, genau. Was haben wir denn hier? Hat sich dein Planet Jedi in meinen Bauch verirrt? Was? Woher weiß er das? Wo bist du? Wo ist deine Kamera? Zeig dich. Oh. Ah, da brauchst du wahrscheinlich auch erstmal wieder. Oh, vielleicht kriegst du später hier den krassen Jedi-Blitz. Oh, das kann ich öffnen. Meinst du, das ist doch nur den Sith vorbehalten? Vielleicht werden wir ja zu einem. Sith Lord. Das wäre auf jeden Fall eine überraschende Wendung, muss ich sagen. Kommt man nach hoch? Double Jump. Ja, irgendwie habe ich es eben schlauer gemacht. Es muss ja einen Sinn haben, dass man hier um die Ecke quasi kann. Ah, ja, fast. Warte mal. Es war doch nicht so knapp, aber ich schaff das, ne? Na, doch nicht. Ah, doch. Doch. Puh, es war das. Ja, scharf. Eloxierte Metalle für BD-1. Das ist doch RGB. Ja, stimmt. Das war doch sehr, sehr bunt. Jetzt haben wir den RGB-Druiden. Und das hier kommt wahrscheinlich echt erst später, weil da konntest du ja auch schon nichts mitmachen. Ja, Ziel Dino in dieser Folge zu erreichen, leider nicht mehr erreicht. Aber es ist doch auch immer ganz schön, einen kleinen Cliffhanger zu haben. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier weiterzuspielen. Es war eine Freude. Es war eine große Freude. Und vielleicht kannst du noch kurz den Leuten deinen Eindruck da lassen. Jetzt von dem bisschen, was du so vom nicht ganz Anfang des Spiels sehen konntest. Was gibt dir das? Ich glaube, wer Teil 1 mag auch Teil 2. Das ist ein sehr sicheres Fazit. Damit kannst du nichts falsch machen. Aber ich glaube, damit hast du auch recht. Ja. Habt noch einen schönen Tag. Möge die Macht mit euch sein.